Gut, dann legen wir mal los. Ja, also schön, dass alle kommen konnten, dass wir auch so zahlreich sind. Hatten sich weit über 50 angemeldet, aber es kommen halt nie so viele. Ja, Python Meeting Düsseldorf. Also wer das noch nicht kennt, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile, seit 2012, wenn ich mich richtig erinnere. Immer so viermal im Jahr, also jedes Quartal einmal. Immer so ein paar Vorträge. Und normalerweise gehen wir danach halt ins Restaurant und dann quatschen wir da nochmal ordentlich. Und das geht jetzt natürlich in diesen Covid-Zeiten nicht so toll. Deswegen machen wir das jetzt alles online. Dieses Mal wahrscheinlich, wenn wir im April das auch online machen. Ich mache am Anfang immer so eine kurze Einführung. Das ist halt hauptsächlich für Leute, die da halt zum ersten Mal dabei sind. Also erstmal herzlich willkommen. Und das ist die Agenda für die Einführung. Wird alles ganz schnell gehen. Ja, wer bin ich? Ich bin Malcolm Lemburg, habe eine Consulting-Firma. Wir machen hauptsächlich Python-Projekte. Ich bin schon sehr lange dabei bei Python, also habe 1994 angefangen mit Python. Bin Core-Developer. Bin in der EuroPython Society sehr aktiv, war früher in der Python Software Foundation sehr aktiv und ja, mache dieses Meeting hier mit dem Charlie zusammen schon seit einer ganzen Weile. Charlie ist, glaube ich, nicht hier. Ich gerade mal gucken, sehe ich hier nicht in der Liste. Charlie ist auch Consultant, macht viel im CMS-Bereich, ist Maintainer von OpenPixel. Das ist diese Python-Bibliothek, um Excel-Dateien aufzumachen und auch zu schreiben. Ja, und wir haben das jetzt, da steht es 2012, seit 2012 schon am Laufen, das Ganze. Wir wollen hauptsächlich Kontakte knüpfen, wir wollen Wissen austauschen. Es soll Spaß machen, das ist eigentlich das, was die Hauptsache ist bei der ganzen Geschichte hier. Es gibt Vorträge, früher hatten wir Lightning Talks, 5 Minuten nur lang. Mittlerweile machen wir aber auch bis zu einer Stunde die Vorträge. Und wir haben halt immer Diskussionen dabei, auch während der Vorträge normalerweise, wenn wir das dann halt in dem Konferenzraum machen. Ich weiß nicht, ob wir das hier hinkriegen. Müssen wir mal gucken. Ja, nächster Termin steht noch nicht genau fest, wird aber wahrscheinlich im April dann sein, auch wieder online. Ich glaube nicht, dass wir bis April wieder so eine Situation haben, dass man das tatsächlich vor Ort machen kann. Dann werden wir wahrscheinlich einen Sprint organisieren, so ein Hackathon. Das machen wir normalerweise zweimal im Jahr, einmal im Frühling und einmal im Herbst. Und mal schauen, vielleicht schaffen wir das im März, das hinzukriegen. Das ist dann ein Wochenende, 2 Tage. Die machen wir dann immer von 8 bis von 10 bis 18 Uhr an den beiden Tagen. Und da kann man dann halt an Projekten arbeiten mit anderen zusammen und kann vielleicht was Neues lernen, sich mal neue Sachen anschauen. Macht immer sehr viel Spaß. Wir haben eine Telegram-Gruppe, auf der wir eigentlich die meiste Kommunikation stattfinden lassen, wo wir auch die ganzen Ankündigungen machen. Die ist öffentlich, kann jeder Mitglied werden. Ist hier @pi_ddf. Und ja, das ist eigentlich alles. Ein paar Termine rund um Python. Das sind Sachen, die im Moment halt so laufen rund um Python. Es ist jetzt nicht so ganz so viel. Das liegt ein bisschen daran, dass wir diese ganzen Online-Events nicht in den Kalender mitgeteilt bekommen. Dieser Kalender ist auf pycon.org, kann man den einsehen. Aber es sind durchaus interessante Sachen dabei, dadurch, dass es vieles halt online ist oder eigentlich fast alles mittlerweile, kann man auch durchaus mal an Sachen teilnehmen, die halt komplett woanders stattfinden. Also BelPy zum Beispiel ist irgendwo in Indien, Pi Cascades ist, soweit ich weiß, in Kalifornien, PyCon Estonia, habe ich das Jahr hier falsch, das Datum auch scheinbar. Das müsste ich mal korrigieren, das ist glaube ich der 8.3. Das ist auch eine Konferenz, die stattfinden wird. Und dann haben wir uns auch natürlich noch die EuroPython, die dieses Jahr dann auch wieder online stattfindet, genau wie im letzten Jahr, im Juli. Kalender gibt es hier bei pycon.org. Kann man auch abonnieren, kann man sich dann halt in seine Kalender-Applikation rein einbinden, da sieht man das.
Ist eine ganz schöne Sache. Es gibt das Ganze auch auf einer Karte. Hat hier jemand so ein Mashup gemacht, das auf der Karte dargestellt. Im Moment ist alles halt online, wie gesagt, deswegen sieht man da nicht so viele Punkte, sondern ich weiß gar nicht, wo. Pike Cascade ist in Vancouver. Ja, kann auch sein. Also bin ich mir jetzt, weiß nicht. Ist auf jeden Fall auf der Westseite von Amerika. Ja, also die Sachen, die Online-Events, die werden natürlich auf der Karte nicht eingezeichnet. Ja, Vernetzung. Es gibt neben dieser Telegram-Gruppe gibt es auch noch Mailinglisten. Da kann man Diskussionen machen oder es gibt eine Ankündigungsliste. Das ist so ähnlich wie ein Newsletter, wo wir die Sachen dann ankündigen normalerweise. Ich glaube, diesmal haben wir es gar nicht gemacht. Die meisten Ankündigungen laufen mittlerweile über Meetup und das bringt uns auch die meisten Leute und Zuschauer dann halt zu den Meetings. Deswegen passiert auf diesen Listen nicht mehr ganz so viel. Wir versuchen die immer aufzunehmen, die Videos, und dann auf YouTube hochzuladen. Wenn jemand Vorträge macht, wäre schön, wenn man die Slides dann von den Vorträgen, die Folien, wenn man die dann auf dem GitHub-Account dann als Pull-Request hochladen könnte. GitHub ist auch PyDDF der Name und dann halt unter Presentations. Die ganzen Links stehen alle auf pydf.de. Braucht man sich jetzt also nicht zu notieren hier. Ja, organisatorisch ist normalerweise gibt es Rechnungen von meiner Firma für die Sachen, die dann halt vor Ort sind, weil wir da halt die Raummiete bezahlen müssen und das irgendwie wieder reinkriegen müssen. WLAN gibt es da auch nicht, da muss man Mobiltelefone nehmen, hat jetzt alles keine Relevanz. Und für Leute, die Vorträge machen, da gibt es natürlich immer dann halt die Frage, ob man das denn freigibt, um das auf YouTube hochzuladen. Wenn jemand das nicht möchte, einfach nur Bescheid sagen, dann können wir das dann rausschneiden. Bei diesen Online-Meetings ist es allerdings so, dass wir tatsächlich live streamen. Das heißt, wenn das jemand nicht will, dann müsste man irgendwie den Stream anhalten. Das kann man, glaube ich, machen. Muss dann nur Bescheid gesagt werden. Ja, was gibt es noch? Wenn jemand mal einen Vortrag hier hören will in diesem Meetup, dann einfach Bescheid sagen auf der Telegram-Gruppe. Es gibt da mit ziemlich großer Sicherheit jemanden, der das dann machen kann. Bei diesen Vorträgen ist es meistens so, dass Leute dann halt nicht unbedingt Ideen haben, was sie vortragen können, aber halt durchaus sehr viel Wissen haben, was sie vortragen könnten. Von daher sind solche Vorschläge immer gern gesehen. Das gleiche gilt für Sprints. Bei Sprint-Themen ist das halt auch so, dass man sich halt was ausdenken muss, was man machen möchte, und die kann man dann halt auch vorschlagen. Ja, und dann noch zwei Sachen. Einmal die EuroPython Society, das ist eine europäische Organisation zur Förderung von Python in Europa. Wollte ich nur erwähnen, Mitgliedschaft ist kostenlos und die organisiert die EuroPython. Und das Gleiche gibt es auch noch auf internationaler Ebene, das ist die Python Software Foundation, kann man auch kostenlos Mitglied werden. Und die organisiert die PyCon US, die große Konferenz in Amerika. So, und das war es auch schon. Jetzt geht's los mit dem Programm für heute. Das sind die ganzen Vorträge, die wir haben. Die Reihenfolge ist auch noch nicht unbedingt klar. Vielleicht klären wir das kurz mal. Johannes, willst du direkt zwei hintereinander machen oder sollen wir Ich da bin einfach. da flexibel. Ich kann das machen, wie es euch gefällt, um es mit Shakespeare zu sagen. Also, Ja. wenn es keine Gegenstimmen gibt, mache ich einfach meine zwei hintereinander und dann kann ich mich Okay, dann zurücklehnen. machen wir das vielleicht so, wie es einfach hier steht. Ne? Jens, ist das auch okay? Oh, ja, klar, können wir so machen. Ja. Base, ist das okay for you? Ja, sure. Ja, okay. Okay, also ich bin heute hier, um euch eine kurze Übersicht über Wagtail zu geben. Was das genau ist, werden wir gleich sehen. Wenn es irgendwo Fragen gibt, dann könnt ihr mich gerne jederzeit anhalten. Dieses Interface hier ist ein kleines bisschen unübersichtlich für mich. Das heißt, ihr müsstet mir dann einfach was reinsagen. Gut, wer bin ich? Ich bin Johannes Spielmann. Meine E-Mail-Adresse ist j@spielmannsolutions.com. Ich mache Computer seit 1988, also schon seit 32 Jahren. Ich mache Python nicht ganz so lange wie der Marc-André, erst seit 2004, aber auch das 16 Jahre finde ich ist ganz schön okay. Zu Django bin ich 2005 gekommen. Django ist ein Web-Framework
für Python, das wir uns gleich, wo wir gleich ein bisschen mit spielen werden. Das war damals Version 0.94 oder sowas, also war auch gar nicht so alt, sondern war ganz frisch noch. Und bei PyDDF bin ich seit ungefähr 2016, ich weiß es nicht mehr genau, wenn ich zum ersten Mal da war. Und ich glaube auch, ihr wisst es nicht, aber das ist also auch schon eine ganze Weile her. Und ich bin mietbar und ich habe die schönsten Präsentationsslides. Danke, Herr Dominik. Und ich bin mietbar seit 2013 als Selbstständiger. Freue ich mich immer über Projekte, gerne an diese E-Mail-Adresse oder an alle anderen Kontaktmöglichkeiten, die es gibt für mich. Okay, was werde ich heute machen? Ich mache Django, ja, Python und Django. Mit Django macht man Webseiten oder Webservices oder wie auch immer man die Dinger nennen möchte. Und ich habe natürlich eine tolle Webseite mit Django gemacht. Ich habe die neue Facebook-Idee, die neue Zoom-Idee oder was auch immer und ich habe sie mit Django gemacht. Aber mein Problem ist, jetzt brauche ich irgendwie eine Hauptseite. Und Dokumentation brauche ich auch. Und einen Blog brauche ich sowieso auch, weil jeder braucht einen Blog. Und das Problem ist, wenn ich jetzt hier mein tolles Projekt aufmache und da die Hauptseite lade, dann kriege ich Page Not Found, weil ich habe ja bisher nur den Django Admin drin, ich habe Media drin, weil die brauche ich und natürlich habe ich meine geheime Funktionalität drin in meinem tollen Projekt. Die dürft ihr nicht sehen. Ja? Das ist viel zu geheim, die kann ich euch gar nicht zeigen. Sonst klaut ihr die. Das geht natürlich nicht. Dieses Projekt sieht noch nicht besonders beeindruckend aus. Ja? Ich habe ein ganz normales, tolles Projekt gemacht. Ich habe hier Settings definiert, die wir uns gleich vielleicht noch anschauen werden, wenn die relevant werden. Ich habe URLs definiert, da ist einfach meine geheimen Funktionen drin, Namespace geheim, so wie ihr es eben schon gesehen habt. Diese Adresse gibt es hier. So, das Problem ist, ich habe jetzt noch überhaupt gar keine Seiten drin. Und ich bin ja auch ein Entwickler und ich möchte eigentlich mit dem Inhalt, der auf den Seiten drauf ist, so wenig wie möglich zu tun haben. Das heißt, was ich eigentlich brauche, ist ja irgendwie so eine Funktionalität, die es mir ermöglicht, das zu delegieren und das so zu machen, dass jemand anders die Inhalte verwalten kann. Und diese Art von Funktionalität nennt man normalerweise CMS, Content Management System. Und da gibt es ganz viele, die fertig sind. WordPress ist sicherlich das bekannteste davon. WordPress hat den Nachteil, dass es auf PHP läuft, möchte ich mir nicht auf meinen Server tun. Ich hätte gerne was ich hier reintun kann. Jetzt habe ich Django gefunden. Und Django ist ein CMS, was so nicht ganz stimmt, das ist eigentlich kein ganzes CMS, sondern es ist ein Baukasten für ein CMS. Diese Links, die hier drin sind, schicke ich nachher in die Telegram-Gruppe oder auf die E-Mail, wie auch immer. Die Links kriegt ihr, die braucht ihr euch jetzt nicht notieren, wenn ihr nicht was zum Schreiben dabei habt. Keine Sorge, ihr kriegt die ganzen Inhalte. Okay. Die Webseite sieht schön aus von Wagtail. Ich kenne tatsächlich die Leute, die das erstellt haben. Das ist eine Firma aus England, die heißt Torchbox. Zu dem Zeitpunkt, als sie das veröffentlicht haben, habe ich tatsächlich für die gearbeitet. Also es war ein bisschen eine witzige Sache, weil die haben dann ihre ganzen Django-Projekte alle auf Wagtail umgestellt. Auch da bin ich schon also relativ lange dabei. Okay, jetzt möchte ich gerne dieses Wagtail in meine Sache reintun. Und da gibt es auf der Dokumentation eine schöne Installationsanleitung. Das Erste, was ich natürlich tun muss, ist pip install wagtail. Ist das groß genug, was Sie hier seht, oder muss ich das größer machen? Oder wenn niemand was sagt, dann gehe ich davon aus, dass ihr alles lesen könnt. Nö, das klappt schon. Wunderbar. Okay, ich habe Wagtail installiert. Jetzt muss man eine ganze Menge Sachen in den Settings reintun, um das zu aktivieren. In die Installed Apps kommen jetzt eine ganze Menge Sachen rein. Die machen ganz viele verschiedene Funktionen. Was die genau machen, ist gar nicht so wichtig. Für uns wichtig sind eigentlich erstmal diese beiden hier, nämlich Core und Admin. Core ist sozusagen der Kern des Baukastens. Da sind die ganzen Sachen drin, wie ich Seiten definiere, mache ich gleich. Und Admin ist das Interface, was damit geliefert wird. Das ist so ein bisschen wie der Django Admin, werden wir auch gleich sehen. So, jetzt brauche ich noch was für eine Middleware, damit wir hier damit wir Redirects machen können. Das werden wir heute nicht machen, aber das ist sehr wichtig, damit man das braucht. Und ich brauche einen Wagtail Sitename, den habe ich hier schon eingegeben. Mit Wagtail weiß, was es oben anzeigen soll. So, jetzt habe ich das alles hier reingetan und wenn ich jetzt die Hauptseite aufrufe, dann bekomme ich, sobald ich einmal gespeichert habe,
Ein Connection refused. Gut, dass das jetzt passiert. Einen Operational Error, weil ich vergessen habe, die Migrationen zu machen. Migrate. Da werden jetzt sehr viele durchlaufen und ihr seht, dass Wagtail hier auch sich schon direkt in die Datenbank reinschreibt. Also hier sind einige Tabellen drin. Viel Funktionalität, die wir gleich verwenden werden, ist also schon mal vorhanden. So. Natürlich ist jetzt immer noch keine Seite definiert. Ja, der Server läuft wieder, ich habe also noch nichts kaputt gemacht, aber es gibt immer noch nur diese URLs und entsprechend kann ja noch nichts angezeigt werden. Jetzt, damit Wagtail sich hier einklinken kann, muss ich drei Pfade in die URL einfügen, die wir uns gleich auch nochmal ansehen werden. Einen Moment. Ne? So. Die muss ich auch noch importieren. Okay. Ich mache hier nichts Besonderes, sondern ich folge einfach hier der Anleitung Integrating into Django. Ja? Also im Moment ist noch nichts Magisches dabei. Das steht alles noch auf der Homepage. Ich erkläre es nur gleich, warum wir das gemacht haben. Ich werde hier diese URL einmal ändern. Pages nehme ich raus und mache das zu einer leeren URL. Was das bedeutet, werdet ihr auch gleich sehen. Oder was uns das bringt, werdet ihr gleich sehen. So, jetzt habe ich drei URLs definiert. Die müssten ja jetzt da sein. Ich habe die einfach inkludiert. Habe noch nichts selber gemacht. Und schauen wir mal, ob der Server wieder läuft. Und hurra, es steht da, Welcome to your new Wagtail site. An der Stelle könnte man sagen, okay, ich habe gewonnen, jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Hilft uns leider noch nicht so genau. Ich möchte einmal kurz in den Admin gucken, weil Wagtail bringt seinen eigenen Admin mit. Und den haben wir eben in die URL CMS reingetan. Das ist dieser hier. Ihr seht, die Wagtail Admin URLs sind hier unter dem Pfad CMS drin. Wenn man ein Projekt neu startet, dann ist es oft unter der Adresse Admin, weil Wagtail sozusagen als Projektstart davon ausgeht, dass es eben eine CMS-Seite werden soll, wo dann der Wagtail-Admin den Django-Admin ersetzt. Kann man einrichten, wie man möchte, das ist ja nur eine Einstellung hier. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man damit umgehen möchte. Gut, wenn ich diese CMS-URL aufrufe, dann kriege ich jetzt hier einen Login. Ich habe noch im Moment noch keinen Login, aber ich kann mir einfach mal einen anlegen. Dafür brauche ich einen Super-User. Da gibt es den normalen Django-Befehl. Das ist also jetzt auch keine Wagtail-Magie, sondern das ist ein ganz normaler Django-Benutzer. Mein Benutzername heißt JS und jetzt ist ein ganz geheimes Passwort. Das dürft ihr auf keinen Fall sehen. Die internen Passwörter wähle ich immer sehr, sehr einfach. Wenn ich mich jetzt damit anmelde, dann seht ihr, dass dieses Wagtail Admin so ein bisschen in Richtung Django Admin alle Funktionalitäten mitbringt, die ich brauche, um meinen Inhalt zu verwalten. Da ist jetzt natürlich noch nicht viel drin. Ja? Bei Pages ist nur Welcome to your new Wagtail Site drin. Das haben wir schon mal gesehen. Das ist dieser Inhalt hier. Den könnte ich auch verändern. Ich könnte also hier reinschreiben, dies ist meine tolle Seite. Sehr gut. Und könnte das dann direkt veröffentlichen. Und es würde auch genau hier auf der Hauptseite direkt erscheinen. Okay. Also ich kann jetzt schon mal Inhalte verwalten. Eine Textzeile ist vielleicht nicht ungeheuer viel Inhalt. ist auch noch nicht der Inhalt, den ich haben möchte. Das ist das, was Wagtail mitbringt. Was jetzt folgt, ist sozusagen, wie wir diesen Baukasten benutzen, um ein CMS draus zu bauen. Weil im Moment haben wir ja erstmal nur eine Seite gemacht, ja, die halt einen Titel hat. Die können wir zwar bearbeiten, aber die hilft uns natürlich noch nicht so richtig viel. Wir brauchen jetzt irgendwie eine Möglichkeit, da mehr Seiten zu definieren. Und dafür brauche ich eine App. Und die nenne ich mal Seiten. Das spielt keine Rolle, wie die heißt. Das ist nur eine von meinen. Die muss ich jetzt natürlich in meine Settings mit aufnehmen. Und die braucht eigentlich auch gar keine URLs. Das heißt, wir fangen hier direkt an, Models zu definieren. So, jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, nicht, dass ich euch hier die falschen Sachen sage. Ich brauche ein
ich nenne es mal Content Page. Und diese Content Page soll ableiten von Page. Dieses Page-Modell ist ein Modell, das aus Wagtail kommt. Ihr seht, es kommt aus Wagtail.core und das definiert eine Seite, die im Wagtail-Admin angezeigt und bearbeitet werden kann und die auf der Webseite angezeigt werden kann. Jetzt muss ich hier zwei Dinge definieren. Und zwar muss ich definieren, was hier angezeigt werden soll, also welche Inhalte die haben soll. Und da wähle ich einfach mal eins, das heißt Rich Text Field. Und das soll dann gleich true sein. Ihr seht, das ist aus Wagtail Core. Das ist sozusagen der Inhalt der Seite. Und ich muss ein ganz kleines bisschen seltsam angeben für den Admin, was hier auf der Seite bearbeitet werden soll. Und das macht man über ein sogenanntes Field Panel. Da gebe ich jetzt einfach nur mit, ich möchte, dass hier der normale Editor da ist und ich möchte, dass der Body editierbar ist. Jede Page hat automatisch einen Titel. Ich brauche also den Titel nicht automatisch angeben und die kommt auch mit so ein paar Attributen, die wir gleich im Admin sehen werden, die für uns dann gleich sehr interessant werden, weil wir damit steuern können, wie die Seiten dargestellt werden. So, jetzt muss ich einmal meine Migrations machen. Ich gehe jetzt hier ein bisschen schnell durch. Ja. Ich möchte ja nicht hier groß drüber sprechen, wie Django funktioniert oder wie man hier in die Tiefe gehen kann. Ich möchte euch einfach nur zeigen, dass dieser Baukasten so aus Legos besteht, sodass man sich sein eigenes CMS bauen kann. So. Diese Änderungen müssten jetzt schon aktiv sein. Und wenn ich hier auf meine tolle Seite gehe, kann ich jetzt eine neue Seite hinzufügen. Und ihr seht, das ist eine Content-Page. Und ihr seht auch, dass hier der Titel schon drin ist. Ich habe den Titel nicht selber bei mir definiert, sondern der kommt aus diesem abgeleiteten Modell. Diese tolle Seite wird die Welt übernehmen. Als Startup muss man immer optimistisch sein, deshalb bleiben wir mal so. So, hier sind noch mehr Felder, die ich einstellen kann. Ich kann hier also auch einstellen, wie die Seite angezeigt wird. Ich kann noch mal den Page-Title geben, das ist sozusagen der Metatitel und der Titel, der hier in der angezeigt wird. Ich kann einstellen, ob die in den Menüs dargestellt wird, werden wir heute nicht machen. Und ich kann eine Suchbeschreibung machen, auch die wird in den Meta-Tags eingestellt. Da gibt es noch ein paar Settings, da kann ich einstellen, von wann bis wann die Seite live ist und wie sie dargestellt werden soll. Die ist im Moment auf Public gesetzt, ist in Ordnung. So, jetzt habe ich meine tolle Hauptseite definiert. Jetzt könnte ich sie speichern und ihr seht, ich kann hier einen Draft speichern. Das ist sozusagen die Standardfunktionalität. Wenn ich hier auf Speichern klicke, dann wird erstmal nur ein weiterer Entwurf gespeichert. Diese Seiten sind alle versioniert. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache oder wenn einer von meinen Bearbeitern einen Fehler macht, dann ist es leicht zu sehen, was verändert wurde und es ist leicht zu sehen, wann das gemacht wurde, wer das gemacht hat und dass man es wieder zurücknehmen kann. Es gibt hier verschiedene Ebenen der Berechtigungen. Ich bin ein Superuser, das heißt, ich darf alles machen. Ein normaler Bearbeiter dürfte hier nur Submit for Moderation machen und dann müsste eben ein Moderator diese Seite freigeben. Das heißt, auch hier ist es möglich, so eine Art Staff zu haben, ja, oder Leute zu haben, die dann eben den Content reintun, den ich dann nochmal kontrollieren kann. Aber weil ich der Superuser bin, sage ich direkt Publish und bin jetzt sehr froh. Diese Seite ist jetzt live auf der Webseite erreichbar. Und wenn ich die anklicke, ja, dann kriege ich eine Warnung. Und diese Warnung heißt, Template does not exist. Das Template, was hier gesucht wird, ist Seiten. Das ist die Anwendung, die ich hier definiert habe. Und das Model wird eben als Feldname verwendet. Das heißt, ich kann hier ja, sozusagen vorausschauend hätte ich ein Template machen können. Seiten Content Page HTML. Mache ich jetzt einmal kurz. Templates anlegen. Seiten. Teil und dieser Content-Page.html heißen.
Ich habe natürlich schon ein kleines bisschen vorgearbeitet und habe mir schon mal eine Seite erstellt. Die hat einen Block Content. Und da schreibe ich einfach rein Title, Page.title. Und jetzt muss ich noch ein kleines bisschen mehr Arbeit machen, weil ich nämlich Rich Text gemacht habe. Und dann kann ich hier diesen Page Body als Rich Text ausgeben. Auch das ist ein Tag, der von Wagtail mitkommt, in den Wagtail Core Tags. Weil es ein Rich Text Field ist, kann ich es als Rich Text definieren. So, jetzt muss ich einmal leider noch den Server neu anstupsen. Johannes, ich hätte eine kurze... Ja, bitte. Alles klar. So, hier sind wir wieder. Gut. Was haben wir jetzt geschafft? Wir sind schon ziemlich weit. Wir haben einen Admin. Da kann ich eine Seite einbauen und kann die bearbeiten. Und der Text, den ich hier reinschreibe, der erscheint auf meiner Webseite. Ich kann die speichern, ich kann die publishen, ich kann die unpublishen. Ich kann jetzt also damit arbeiten. Und die werden natürlich auch immer wieder geupdatet. Ja, also ihr seht, der Text erscheint auf der Homepage. Wenn ich nur einen Draft speichere, dann erscheint er erstmal nicht auf der Homepage. Und das ist ja auch absolut richtig. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist denn, wenn ich da mehr Seiten haben möchte? Ah, vielleicht fragt ihr euch erstmal, was ist eigentlich mit Bildern? Und die Antwort ist, naja, da gibt es hier diesen Button. Und wenn ich da draufklicke, dann kann ich was hochladen. Ich habe zufällig hier ein Bild, ein tolles Bild. Ein tolles Bild. Und was da drauf ist, ein toller Typ drauf. Und Kinder sind drauf. So, dieses Bild wird jetzt hier hochgeladen. Das wird ein kleines bisschen bearbeitet und ich kann das jetzt hier einbetten. Ich möchte das gerne right-aligned haben. Alt Text ist tolles Bild. Wie ihr seht, toller Typ mit zwei Kindern. Das erscheint jetzt auch schon hier im Editor. Und wenn ich das publische, dann erscheint es auch auf der Homepage. Also auch Media Management ist jetzt hier schon automatisch mit drin. Und auch ganz viele andere Sachen sind noch hier drin. Eine Frage. Responsive Images, verschiedene Bildgrößen und so, ist aber nicht da drin, ne? Doch, auch. Die sind jetzt hier noch nicht drin. Da hat der Jochen was dazu gemacht. Da gibt es eine Bibliothek vom Jochen, die er uns gleich nennt. Ach so, ja. Wagtail Sourcehead Image, aber das ist tatsächlich, ja, also es ist halt auch unscharf, ne? Das muss man auch sagen. Also wenn man jetzt denkt, da kriegt man jetzt irgendwie Bilder in irgendwie auf Retina-Bildschirmen so, dass das halt gut aussieht, das ist nicht so. Und das finde ich also schon ein bisschen schade auch, aber ja. Was vorhanden ist oder was es gibt, ist, dass dieses Bild in verschiedenen sogenannten Renditions gemacht wird. Und dieses hier, seht ihr jetzt, das ist in der Rendition Width 500 hier eingebettet. Das ist einfach hier in diesem Rich Text Editor so definiert. Und wenn ich eigene Templates schreibe, kann ich da die Rendition auswählen. Das heißt, ich kann dann hier damit arbeiten. Und das ist im Wesentlichen das, was der Jochen da für uns vereinfacht hat, dass man eben in einem Template sagen kann, ich möchte dieses Bild haben und zwar als Source Set. Und dann wird hier halt eben die entsprechende Größe als Source-Set ausgeliefert, was dann deutlich besser ist als hier so ein einzelnes Bild. Das Wichtige ist, oder worauf ich eigentlich raus will, ist, das ist auch schon so Batteries Included-mäßig. Ja? Also ich brauche mich jetzt nicht noch extra drum kümmern, irgendwo eine Bildverwaltung zu haben, sondern ich habe die hier drin. Und die ist nicht ungeheuer super, ja, da kann man auch sicherlich vieles dran machen. Aber sie ist vorhanden und sie geht. Und genauso ist es mit vielen anderen Funktionen, die hier drin sind. Also wenn ich jetzt eine weitere Seite hier hinzufüge, Dokumentation, dann kann ich hier, hier müsste jemand mal die Dokumentation schreiben. Entschuldigung, war die Frage damit eigentlich beantwortet? Ja. Okay, perfekt. Halbwegs. Nicht zufriedenstellend, aber ja. Okay, ich habe jetzt einfach mal eine neue Seite angelegt. Das ist die Unterseite von dieser hier. Und wenn ich jetzt die verlinken möchte, dann kann ich hier einfach
kann ich das markieren, kann sagen, ich möchte hier eine Seite verlinken. Das hier ist ein Seitenlink und kann jetzt hier hin navigieren. Und da steht die Dokumentation. Und dieser Link wird jetzt einfach automatisch mit übernommen. Ja. Was ist mit Copy-Paste von dem Text dann in dem anderen und so? Du meinst eine Seite von einem Rich-Text-Editor in einem anderen, also von der anderen Seite dann, sind die Links dann auch alle stabil und so weiter? Nee, diese Links, die hier drin sind, da gibt es verschiedene Sorten Links. Und das hier ist jetzt natürlich ein interner Link, der quasi auf diese Seite verweist. Der dann eben sich auch ändern würde, wenn ich jetzt die URL anpassen würde. Und ihr seht, wenn ich draufklicke, dann ist auch hier diese Baumstruktur in der URL gegeben. Die Links müsste man anpassen. Andere Mediensachen gehen. Also wenn ich hier Bilder drin habe oder Textformatierung, das nimmt dieser Rich Text Editor alles mit. Der ist so mehr oder weniger full featured. Das ist auch nicht, den haben sie auch nicht selber erfunden, sondern das ist irgend so einer, den es gibt. Ich weiß allerdings nicht welcher. So, und diese Baumstruktur, die wir hier definiert haben, die ermöglicht es uns jetzt auch, diese ganzen anderen Use Cases abzudecken, die ich angedeutet hatte. Ja, dass man hier die Dokumentation schreibt und die ist dann natürlich auch wieder in der Baumstruktur. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, hier auf die Siblings zuzugreifen. Das heißt, wenn ich mir eben ein Modell schreibe, was darauf zugreifen möchte, dann kann ich das in dem Template machen. Was gibt es noch? Es gibt Documents. Ich kann Dateien hochladen, zum Beispiel PDFs oder Doc-Dateien, die dann entsprechend gehostet werden, die ich verlinken kann. Es gibt natürlich Internationalization. Ich kann Seiten in mehreren Sprachen anbieten. Ich kann auch meine Seite in mehreren Sprachen anbieten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Private Pages machen. Also ich kann sagen, da muss der angemeldet sein dafür. Ich kann Scheduled Publishing machen. Ich kann also sagen, ich schreibe Inhalte vor und die gehen zu einem bestimmten Datum live und die gesamte Seite übersetzt sich dann. Ich kann Menüs machen. Wir hatten das ganz kurz einmal gesehen. Es gibt eine Bibliothek, eine zusätzliche Bibliothek, die heißt Wagtail Menüs, sodass ich mehrere Menüs machen kann, die ich dann auch dort verwalten kann, auch mit Ebenen und auch mit Sachen. Und das weist jetzt auch schon so ein bisschen den Weg. Ja? Ich habe euch jetzt einmal kurz gezeigt, dass es eben so einen Baukasten gibt, wo ich so Seitenmodelle definieren kann, die dann automatisch in diesen Baum reinkommen, wo ich sie bearbeiten kann, wo ich sie verwalten kann, wo ich auch eine Versionierung habe. Also wenn ich diese Seite hier einmal ansehe, dann sehe ich, ja, da hat halt jemand mehrmals dran gearbeitet. Ich könnte die jetzt auch vergleichen. Habe diese gesamte Integration. Ich habe auch die Images und Documents hier. Also wenn ich hier reinklicke, dann seht ihr, dass hier die Images drin sind. Schon mit Tags und mit allem, was man hier so braucht. Und es gibt ganz viele weiterführende Features und es gibt auch ein Ökosystem außenrum. Es gibt schon Bibliotheken, die eben darauf aufbauen. Ihr seht, Wagtail ist jetzt auch schon Version 2. Oh, ich weiß gar nicht. Die einem eben die Funktionalitäten, die es nicht in Wagtail Core gibt oder in Wagtail selber gibt, ermöglichen und dann eben damit Seiten zu bauen. Und das ist im Wesentlichen das, was ich euch hier zeigen wollte. Wagtail ist ein Baukasten für inhaltsgetriebene Seiten und entsprechend darauf ist es ausgerichtet auf Inhalte, die ich verwalten und bearbeiten und anzeigen kann. Und ja, ich denke, das ist ein guter Einstiegspunkt oder ein guter Endpunkt für diese kurze Übersicht. Ein Baukasten für inhaltsgetriebene Seiten. Soweit alle zufrieden? Soweit allen klar, was ich gezeigt habe? Oder gibt es noch irgendwas, was ich ansprechen sollte? Wunderbar. Wenn keiner was sagt, dann sind alle zufrieden. Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel drumherum dann herauszufinden. Aber das sieht ja so, wenn man auf den ersten Blick mal reinschaut, sieht das schon ein ganzes Stückchen, ich sag mal, besser aus als das Django CMS zum Beispiel. Ja gut, das ist halt, wie gesagt, aus dieser Firma heraus entstanden, Torchbox. Die machen alle ihre Webseiten inzwischen damit. Das ist so eine Agentur, die machen Webseiten für Non-Profit-Organisations. Zum Beispiel die IETF hat eine Wagtail-Seite. Mal schauen, ob ich die finde. Den Bereich, was ein bisschen schade ist, es scheint zwar nicht ganz so
mega zerfranst, modular wie Django CMS zu sein, also mehr drin. So, das ist relativ von sich aus. Ja. Ja, aber es ist auch nicht so von wegen, ah, ich installiere es und kann direkt loslegen. Ne? Genau. Also kannst du ja auch irgendwie so ein Template drauf packen und dann, ja, sowas. Ja. Es gibt ein Template-Projekt, was sozusagen die Sachen erwähnt, die du machen kannst oder die sozusagen Vorgaben erhalten, dass du einen Blog hast und dass du eine, was weiß ich, Seite hast. Aber der Hintergrund ist eben, dass die Seiten, die damit gemacht werden sollen, so variabel sein sollen wie die Anforderungen der Kunden, die da kommen. Und die IETF hat halt hier einen Teil Internetstandards. Ja? Das ist alles in dem Wagtail drin gehostet. Und das sind alles Wagtail-Seiten, die jetzt hier drin sind, die halt irgendwie abgebildet werden müssen. Und da sozusagen den gemeinsamen Nenner zu finden und zu sagen, das so muss eine Seite aufgebaut werden, das wollte sich eben Wagtail nicht antun und deshalb ist es ein Baukasten. Es ist kein CMS, sondern es ist ein Baukasten, der aber eben so weit integriert ist, dass die Schritte, die dafür notwendig sind, zum Glück nicht ganz so zerkrümelt sind, sage ich mal, wie in anderen Systemen. Okay, machen wir jetzt mal weiter. Machen wir noch einen Applaus hier. Aha! Ja, wunderbar. Dann übergebe ich an den nächsten Sprecher und der ist, glaube ich, jetzt schon bekannt. Das bin ich. Hurra! Der zweite Vortrag hat den Titel Was ist eigentlich MicroPython? Und das kam auf dem Telegram-Kanal auf, wenn ich mich recht erinnere, dass jemand so ein bisschen in diese Richtung gefragt hat. Was ist eigentlich MicroPython? Und da muss ich jetzt ein kleines bisschen für einen Moment aus der Bildschirmpräsentation raus. Jetzt müsst ihr einmal kurz die Kamera angucken. Was ich nämlich hier in der Hand habe, ist ein Mikrocontroller. Und dieser Mikrocontroller heißt ESP32. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten davon. The host has spotlighted your video for you. Okay, danke. das ist einfach ein Chip. Dieser hier, da ist ein Prozessor drauf. Das ist ein Dual-Core-Prozessor, der hat 80 MHz. Es gibt einen Power-Modus mit 160 MHz. Und ihr seht schon, der hat hier oben so eine Antenne dran. Der hat nämlich Bluetooth und WLAN eingebaut. Das heißt, dieses kleine Gerät hier hat WLAN und Bluetooth und es bringt das automatisch mit. Hier ist jetzt noch so ein kleines bisschen Hardware außenrum. Die braucht man, um da USB anzuschließen und um so ein paar Pins zu haben. Der eigentliche Prozessor oder der eigentliche Controller ist in diesem Metallkasten hier. Ich habe jetzt hier ein kleines bisschen was gebaut. Jetzt muss ich einmal gucken, dass ich auf der Kamera alles sehe. So, hier ist also dieser Mikrocontroller. Hier ist das weltgrößte Breadboard. Und auf diesem Breadboard sind bisher wenige Komponenten drauf. Erkläre ich euch gleich, was es damit auf sich hat. Es gibt von diesem Mikrocontroller ganz viele verschiedene Varianten. Ich habe mal hier zwei da. Das hier ist ein Audio-Development-Board. Und da seht ihr, da sind einfach ganz viele Audioanschlüsse drauf. Da ist ein Mikrofon drauf, sind Schalter drauf und Line-Out-Ausgänge. Ein SD-Kartenleser ist auch dabei. Also das ist ein Audio-Development-Kit. Hier ist ein Kit mit einer Kamera. Also hier seht ihr, da ist eine kleine Kamera dabei. Auf der Rückseite ist dieser eben genannte ESP32-Chip. Hier ist noch ein SD-Kartenleser. Da gibt es also ganz viele verschiedene Modelle. Der mit der Kamera, der ist relativ teuer, der kostet 5 Euro mit der Kamera. Dieses Audio-Kit ist leider noch teurer, weil die ein bisschen rarer sind. Wenn man sich so einen Mikrocontroller in Deutschland kauft, kostet er ebenfalls ungefähr 5 Euro. Wenn man in China bestellt, kostet er zwischen 2 und 3 Euro. Das Problem ist jetzt natürlich, diesen Mikrocontroller zu programmieren. Und was man normalerweise machen würde, ist, sich die Arduino-IDE runterzuladen und dann anfangen, C zu programmieren, was nicht jedermann zugänglich ist und was auch nicht ungeheuer, entspannt ist, weil C ja doch so seine Eigenheiten hat. Jetzt ist es so, da ist ein Flash-Speicher mit drauf, das ist 4 MB Flash auf diesem Gerät mit drauf und ich werde den jetzt mal hier anschließen. Ich habe nämlich schon eine spezielle Firmware drauf geflasht und auf diese Firmware ist MicroPython drauf. Was das bedeutet ist, dass ich hier auf diesem kleinen Mikrocontroller ein mehr oder weniger vollständiges Python zur Verfügung habe.
So, ihr müsst jetzt leider so ein kleines bisschen hin und her wechseln zwischen Kamera und Screenshare. Auf dem Screenshare werdet ihr sehen, was ich eintippe, und auf der Kamera werdet ihr sehen, was hier hoffentlich gleich passiert. Diese Hardware, die hier drauf ist, die hat einen seriellen Emulator dabei. Das heißt, hier wird eine serielle Schnittstelle über USB simuliert, und ich habe hier ein Terminal-Programm, das heißt Minicom. Ihr seht, das geht über DevTTY USB 0, das heißt, es ist eine serielle Schnittstelle, die über USB geht. Ich reboote jetzt einmal diesen Chip hier. Johannes, kurze Frage. Ja? Der 8266, ist das quasi so ein Vorgänger oder der kleine Bruder? Oder? Genau, das ist quasi der Vorgänger, der hat nur einen Prozessor, hat auch 80 MHz, hat ein kleines bisschen weniger Hardware eingebaut. Ich empfehle inzwischen eigentlich immer den ESP32. Die sind dann normalerweise so ein Euro teurer. Alles, was man über den ESP8266 liest, trifft üblicherweise auch für den ESP32 zu, und man hat beim ESP32 eben noch ein kleines bisschen mehr. Der ESP32 hat insbesondere Bluetooth mit dabei, das hat der ESP8266 nicht. Das heißt, wenn man damit arbeiten möchte, dann lohnt es sich direkt auf den ESP32 zu gehen. Unterscheiden die sich vom Stromverbrauch sehr? Nee, eigentlich gar nicht. Tatsächlich ist es so, dass die beide einen Deep Sleep-Modus haben. Den muss man verwenden, wenn es um Stromverbrauch geht. Ich weiß nicht, wie das beim ESP8266 ist mit dem Deep Sleep-Modus. Ich weiß, dass der hier in MicroPython exposed ist. Die brauchen ungefähr ähnlich viel Strom, je nachdem, wie viel man halt macht. Also wenn ich hier mit beiden Kernen arbeite, dann verbraucht er natürlich mehr Strom als ein 8266, der nur einen Kern hat. Danke. Aber was halt wichtig ist, der ESP32 hat halt mehr RAM. Und das ist das hilft schon praktisch. Ja. Genau. Es gibt auch solche Boards, die schon einen Batteriehalter hinten drauf haben. Das heißt, wenn man damit arbeiten möchte, kann man da suchen, dass es entsprechend so ein Board gibt, was dann die Batterien schon drauf hat. Okay. Ich habe jetzt einmal hier dieses Board neu gebootet, und ihr seht, da kommt ganz viel so Kram über die Konsole. Und hier seht ihr etwas, was euch relativ bekannt vorkommen sollte. Da ist nämlich ein Python-Prompt. Und das ist tatsächlich auf den ersten Blick ein ganz normales Python, was hier drauf ist. X hoch 3. Ja. Ich kann damit also erstmal so die grundlegenden Sachen machen, die Python alle kann. Es ist natürlich kein vollständiges C-Python. Ja. Es ist kein vollständiger C-Python-Interpreter. Das heißt, die Standardbibliothek ist nicht komplett dabei. Die ist abgespeckt dabei. Und manche Module sind auch nicht komplett vorhanden. Was es genau da gibt, müsste man dann in der Dokumentation gucken. Aber erstmal ist es ein Python. Also ich habe auf diesem kleinen Prozessor hier jetzt ein Python laufen. Und ich kann mit der Maschine, dieses MicroPython ist eine, ihr seht, das ist das ESP32-Modul, ist so aktiviert, dass ich jetzt hier mit der Maschine sprechen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal sagen P15, ich muss machen, from machine import pin. Dieses Maschinenmodul ist sozusagen die Spezifika oder ein Teil der Spezifika für dieses spezielle Modell, und sage, das ist der Pin Nummer 15. Das ist ein Pin-In, und ich möchte hier gerne einen Pull-Down haben und kann jetzt die Value davon lesen. Das ist noch nicht so beeindruckend, aber jetzt habe ich hier so einen kleinen Knopf drauf, und wenn ich da drauf drücke, dann seht ihr, steht hier 1 drauf. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier schon direkt in Python mit ganz normalem pythonischem Code die Möglichkeit, einen Wert auszulesen, den ich hier über einen Knopf gemacht habe. Die andere Richtung geht natürlich auch. Ich habe hier einen Pin 0, das ist ein Pin.out, und wenn ich den auf On setze, dann seht ihr vielleicht ganz entfernt auf der Kamera, wenn ich den auf Off setze, geht meine LED wieder aus. Und wenn ich ihn auf On setze, geht die LED auch wieder an. Okay. Das ist so ein bisschen das Mindeste, was man machen kann, ja. Pins auslesen und Pins setzen. Und ich kann jetzt also eine LED steuern. Das ist schon mal sehr schön.
Jetzt möchte ich gerne noch ein oder zwei Schritte weitergehen. Und der erste Schritt, den ich gehen möchte, ist, dass ich die LED umschalten möchte. Ich möchte eine Blink-LED machen. Und wir machen die einfachste Variante. Ja. Es gibt da Worte, die ihr dann lesen werdet und die ihr wissen müsst, um das richtig zu machen. Aber wir machen die simpelste Variante. Ich merke mir, LED-Value ist 0. Und ich definiere mir eine Funktion. Die nenne ich Callback und dann nehme ich die LED-Value und sage LED-Value gleich 1 minus LED-Value. Warum mache ich das? Wir haben eben gesehen, wenn ich diesen Pin-Value lese, dann ist der entweder 0 oder 1. Es gibt entsprechend hier die andere Möglichkeit, den zu setzen, werden wir gleich sehen. Das heißt, die Werte 0 oder 1 sind hier die Werte, die sozusagen Pin an oder Pin aus signalisieren. Und mit dieser Zeile schalte ich eben zwischen diesen beiden Werten hin und her. Wenn der Pin 0 ist, dann ist er hinterher 1. Wenn er 1 ist, ist er hinterher 0. So, das Ganze muss ich jetzt noch auf die Ausgabe setzen und habe mir jetzt erstmal so eine Funktion definiert. Die muss ich jetzt noch verknüpfen mit dem Pin 15, den wir eben hatten. Pin 15 war unser Eingabepin, ihr erinnert euch. Und dem sage ich, ich möchte da einen IRQ haben, einen Interrupt Request. Der Trigger soll sein pin.irqRising und Handler soll sein Callback. Was ich jetzt gesagt habe, ist, ich möchte, wenn der Pin 15 von 0 auf 1 wechselt, dass die Funktion Callback aufgerufen wird. Was ich jetzt geschafft habe, ist ein Lichtschalter. Ich kann jetzt hier drauf drücken und kann meine LED umschalten damit. Der ist nicht debounced und der ist auch sonst nichts. Ja, das ist einfach nur, also die LED schaltet hier 100 Mal pro Sekunde um. Das sieht man zum Glück nicht, weil das ist eine LED. Manchmal funktioniert es nicht, wenn man hier schaltet. Aber das ist sozusagen die einfachste Schaltung, die das hier realisiert, dass man sagt, okay, da ist ein Schalter, den ich auslese und da ist eine LED, die ich umschalte. Das ist also die kleinste Variante von Blinkenlight, die man sich nur vorstellen kann. Okay. Das ist eine der Kernaufgaben von solchen Mikrocontrollern, die Pins so zu beschalten, dass irgendwas passiert. Also, dass ich hier einen Input-Pin habe, der irgendwas macht und dass ich einen Output-Pin habe, der irgendwas macht. Der ESP32 hat aber einiges an Hardware drin. Wenn ihr euch die Referenz dazu anseht, links kriegt ihr natürlich wieder, einmal hier reingefahren, ja, wenn ihr euch die MicroPython-Referenz dazu anseht, dann werdet ihr sehen, dass da ganz viel Hardware drin ist. Der Chip selber bringt einiges an Hardware mit. Ich möchte hier nur einmal kurz ESP32.Hall-Sensor zeigen. Ein Hall-Sensor ist ein Magnetsensor. Der ist in diesem Mikrocontroller drin. Der wird hier so Werte um die 50 haben. Wenn ich jetzt mit einem Magneten hier in die Nähe gehe, dann seht ihr, dass sich die Werte deutlich verändern. Wenn ich den Magneten rumdrehe, dann verändern sich die Werte. Also hier kann ich sozusagen direkt in das Gerät eingebaut die Hardware, die da drin ist, ebenfalls mit ansprechen. Und es gibt natürlich noch viele andere Hardware, die ich jetzt hier anschließen kann. Das ist eine IMU, also das ist ein Lagesensor mit einem Kompass und einem Gyroskop. Hier ist ein RFID-Sensor, den ich anschließen kann. Hier habe ich eins von meinen Bastelboards dran mit einem Motor und einem Motorcontroller und ganz vielen LEDs, die hier dran sind und meinem Kabel. Und dann gibt es hier schließlich noch eine Anwendung, die mir eigentlich am besten gefällt, die ich euch auch noch kurz zeigen möchte. Das sind sogenannte Neopixels. Das sind solche, ist so ein Streifen mit LEDs und diese LEDs sind so verschaltet, dass die individuell adressierbar sind. Und das sind RGB-LEDs, das heißt, die sind alle einzeln ansprechbar und denen kann ich einen Wert geben. Die muss ich jetzt einmal hier reinfriemeln. Vielleicht hätte ich doch ein größeres Board nehmen müssen. Halt, das ist falsch schon. So. Einmal ein paar Sachen eingesteckt und schon hat man mehr Hardware. Auch die Neopixel, dadurch, dass die eben so verbreitet und so beliebt sind und so praktisch sind, sind bei MicroPython schon als Bibliothek dabei. Und die heißt überraschenderweise Neopixel. Ja, nochmal den Hall-Sensor angekickt. Und ich brauche gleich noch Random. Random ist auch dabei. Ich brauche einen Pin. Die habe ich jetzt auf Pin 4 gelegt. Diese Pins, die sind hier auf dem Board beschriftet. Die sind so ein bisschen komisch.
So ist es halt. Und ich habe mir jetzt einfach ein Neopixel-Objekt gemacht. Das läuft auf dem Pin, hat 7 LEDs. Ich habe beim Abschneiden einen Fehler gemacht, wollte 8 haben. Habe jetzt mal 7. Ich hoffe, dass ihr damit klarkommt. Dem kann ich jetzt einfach so pythonisch hier zuweisen. Ich möchte gerne, dass an der Stelle 0, das wäre diese hier, der Wert 127.0255 ist, also 127 rot, 0 grün, 255 blau. Und um das zu aktualisieren, muss ich einmal ein Write ausgeben und ihr seht, hier ist diese lila Lampe angegangen. Okay. Um einmal zu demonstrieren, dass es hier tatsächlich RGB-LEDs sind, die auch tatsächlich was tun können, mache ich jetzt einmal hier ein kleines bisschen Buntheit. NP.write. Und dann brauchen wir time.sleep. Ah, ich habe Time vergessen zu importieren. 100 Sekunden Sleep. Ja. So, nochmal das Ganze. Also ihr seht auch die normalen Features, die man so vom Python-Interpreter gewöhnt ist, eben Tab-Vervollständigung sind hier mit dabei. Und die History. Sleep. 100. Die Funktion SleepMS ist hier spezifisch, gibt es im normalen Python nicht, weil wir hier eben ein bisschen ein Realtime-System haben. Gibt es hier ein paar Funktionen, man kann auch Sleep Mikrosekunden, Nanosekunden schlafen. Ja. Wie ihr seht auf dem Video, wundervolle Blinklichter. Das ist doch schön, oder? Das Ding ist leider ziemlich hell. Deshalb muss ich mir einmal hier das zurücksetzen. So, jetzt ist es wieder aus. Gut, man könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, ich schließe jetzt sozusagen diesen Pin, den ich hier zum Lesen mit dem Schalter verwendet habe, an, um hier diese Sachen zu schalten. Da müsste man dann allerdings anfangen, Logik zu bauen. Um hier das Debouncing zu machen, das habe ich vorhin ausprobiert, das funktioniert leider nicht. Ich wollte einen Zähler bauen. Dadurch, dass eben hier ein Bounce drin ist, funktioniert so ein Zähler nicht so gut. Was ich euch aber noch zeigen möchte, ist, dass dieser Controller auch ein Filesystem hat. Und dazu muss ich einmal diese Oberfläche hier beenden. Und ich habe in diesem Verzeichnis so ein paar Sachen vorbereitet und es gibt von Adafruit ein Tool, das heißt AmPy. Dem gebe ich mit, welches Interface ich habe. Das ist TTY USB 0, das ist das Einzige, was hier vorhanden ist. Und ich sage ihm, ich möchte LED-Test ausführen. Und wenn ich das ausführe, dann wird jetzt hier eben dieser LED-Test gestartet. Das ist einfach nur ein Skript, was ich mir geschrieben habe. Ich zeige es euch gleich. Aber ihr seht, das wird jetzt ausgeführt und wenn das ausgeführt wurde, dann ist es auch wieder abgeschlossen. Ich kann das genauso hier drauflegen. Ich kann also sozusagen diese Datei da draufladen und wenn ich jetzt wieder in meine Konsole reingehe, kann ich sagen Import LED-Test. Und ihr seht, auch jetzt wird es hier ausgeführt. Das ist ein ganz normales Python-Modul, ganz normales Python-Script. Wenn ich hier in die LED-Test einmal reinschaue, dann seht ihr, dass da nicht viel drin ist. Ja, da ist nur eine Funktion LED-Test drin. Und wenn ich die ausführe, dann ja gut, passiert halt wieder genau das Gleiche wie das, was ich vorher hatte. Das ist keine besonders spannende Datei. Da ist einfach nur eine Funktion drin. Ein ganz normales Python-Modul, ja. Ein paar Imports, eine Funktion, ein Pin definiert und die Funktion ausgeführt. Also man hat hier die Möglichkeit jetzt, diesen Mikrocontroller mit ganz normalem, in Anführungszeichen, Python zu programmieren und eben hier damit zu spielen. Es gibt hier zahlreiche Funktionen mehr. Ja. Und wenn ihr euch durch die Dokumentation dazu durchklickt, dann werdet ihr sehen, dass es hier ganz viel gibt. Ja. Also es gibt hier eben die Pins, die haben wir gesehen. Wir haben die Callbacks gesehen, wir haben den NeoPixel Driver gesehen. Generell kann man hier einstellen, was man für ja, ganz viel mit diesem Board interagieren, die Frequenz. Man kann auslesen, was es für ein Board ist.
Man kann die Temperatur auslesen. Es gibt einen ULP, es gibt einen Ultra Low Power Co-Prozessor, der für Interrupts genutzt werden kann. Auch den kann man benutzen. Man kann Networking benutzen, weil da eben WLAN drin ist und das ist auch exposed über MicroPython. Das heißt, eine Möglichkeit, die man hier hat, ist, dass man einen Datensammler programmiert, eben zum Beispiel mit so einer IMU oder mit einem RFID-Leser und den dann hier anschließt über sein WLAN oder man führt einen MQTT-Client hier drauf aus. Gibt es auch in MicroPython einen Python-MQTT-Client. Da kann euch vielleicht irgendwann der Simon mehr dazu sagen, was das bedeutet und was euch das hilft. Man kann ganz viele Dinge hier machen. Es gibt einen SPI-Bus, das braucht man für diese ganzen Geräte, um es anzuschließen. Es gibt einen I2C-Bus, es gibt eine Real-Time-Clock, es gibt einen Deep-Sleep-Mode, es gibt einen One-Wire-Driver, den braucht man für ganz viele Hardware-Chips. Einige von diesen Pins haben Capacitive Touch, das heißt, ich kann die definieren als, die sollen die Kapazität messen und dann kann ich da einfach ein Metallteil dran machen und kann jetzt hier so Kapazität-Input-Pins machen. Und es gibt sogar eine Web-Rappel, das heißt, ich kann hier prinzipiell, wenn das mit dem Netzwerk verbunden ist, kann ich dieses Modul starten und habe dann im Browser die Möglichkeit, diesen Chip hier zu programmieren. Das ist so der große Überblick über MicroPython. MicroPython ist eine Python-Distribution, ein Python-Interpreter, der eben für solche Chips gemacht und geeignet ist. Und mit dem ich hier eben diese Chips programmieren kann auf eine Art und Weise, die wesentlich komfortabler ist, als wenn ich das in C-Code machen müsste. Der übliche Trade-off bleibt natürlich bestehen. Ja? Hier sind 4 Megabyte Flash dabei. Das heißt, ich werde hier keine riesigen Dateien drauf machen können. Ich werde hier auch sicherlich keine Realtime-Anwendungen mit Python machen können, sofern die nicht eben gebackt sind durch zum Beispiel diesen NeoPixel-Driver oder durch irgendwelche anderen Sachen. Aber ich kann hier eben sehr schnell eine sehr grundlegende Funktionalität entwickeln, kann einen Temperatursensor ansprechen oder einen RFID-Sensor und den einfach per WLAN oder per Bluetooth machen. Ein anderer Anwendungsfall, den ich vorhabe, den ich noch nicht ganz durch habe, ist, ich habe hier so kleine Thermometer gekauft, die einen Bluetooth-Sender integriert haben und den kann ich hier einfach sozusagen empfangen und auslesen und dann entsprechend ins WLAN weiterleiten und kann so ja, meine Sensoren auslesen. Okay. Also es gibt hier ganz viele Bastelmöglichkeiten. Ich bin da total begeistert, dass man so viel Hardware erreichen kann mit so ja doch wenig Code. Und so viele schöne Dinge machen kann, ja, auf eine relativ simple und entspannende Art und Weise. Und da es mit Python geht, muss ich mir nicht mal C-Code aneignen. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Auch hier, es gibt viel mehr zu sagen und es gibt viel mehr Dinge, die man machen kann, aber das ist der große Überblick über MicroPython. Ja, gut. Super. Danke, Hannes. Ja, das war das, was ich euch sagen wollte. Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr entweder... Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben oder Zeit haben wollen, das jetzt machen oder ihr sprecht mich persönlich darauf an. Ich freue mich immer, über so Spielereien zu sprechen. Ja, vielleicht haben wir noch Zeit für eine Frage. Also wir müssen jetzt aber auch dann weiterkommen in dem Programm, weil wir noch einiges vorhaben. Gibt es denn irgendeine Frage? Gibt es irgendjemanden, der was sagen möchte? Ja, alle Fragen geklärt. Wunderbar. Dann übergebe ich hiermit an den Nächsten. Vielen Dank. Super, klasse, danke schön. All right, so, yeah, I don't really have like a presentation or anything. It's just, I'll go ahead with directly with my Jupyter notebooks and all that. I don't know. You can all see the screen and hear me well, yes. Right? Okay. Let me just thank Mark Andrea for inviting me for to present all this stuff at this audience here. My name is Baja Petrushev. PACE is common pronunciation that people are kind of like used to by now. I work as a data scientist in Trivago in the auction team. Essentially, we design, develop, and maintain the algorithms for
the auction team in our the business model of Trivago, right? And but before switching to data science, I was working like 10 years as a Python software engineer, so I'm kind of like feel like at home in this group. I'm not professional statistician or anything. So I just my motivation for doing this was just to see how the development of the numbers and the daily cases and infections in various states and cities and countries is developing, just to get a feeling of what's going on, right? And I was inspired by this project of RT.live that someone mentioned that was like the CEO of Instagram or I don't know, something like that. The initial notebooks that I saw from them were not entirely up to my liking, so I tried to modify them, but I wasn't feeling very confident on how to, if I should submit any PRs for them or, you know. And when I shared my findings with the group on Telegram, I figured that there were some questions about the Bayesian inference and some of the distributions that I've used. So maybe I can just take a step back from this. And I prepared this very simple notebook on what it appears to be a very simple Poisson regression with Bayesian inference method here, right? So Poisson likelihood or Poisson distributions are mostly used for every time you are counting some events in a fixed amount of time. Let's say that the average number of traffic accidents in NRV is like 3.4, which is this number here, right? And we observe like 80 days and just to see how what's the histogram of the number of car accidents in North Rhine-Westphalia, right? And you don't expect for this to be like fixed three car accidents per day, right? So it varies. There are going to be some days with zero accidents, some days with, I don't know, six. These are all the generated number of car crashes, right? And this is how the histogram looks like. So the goal here is to kind of like, if we actually had this data coming from, I don't know, the Bureau of Statistics of NRV or something, to just estimate like what's the average rate of car accidents per day in NRV. So if you just take the raw average of that, that would be a 3.2, right? But what we really want to is like also provide some estimate of the uncertainty of that number, right? So if you will, some interval where this value might go. And I don't want to talk a lot about the Bayesian mechanisms that go into like this inference line here that applies like Monte Carlo Markov chain simulations and all that. It's basically a very complicated integral solving by numerical way, right? And this kind of like numerical methods go back to the Manhattan Project in the mid 40s and the end of the World War II, right? When they needed actually for the development of the atom bomb. Since the computational power in the mid 90s took off, all sorts of these jugs and bugs, numerical Bayesian inference toolkits started rising, and you know, like there was essentially no the computational obstacles of
So these Bayesian inference methods kind of like all of a sudden start loosening up, and we can do this now very, very fast, right? So what's going on here is that in Bayesian inference, you have some previous belief on what the average rate might be, or this is what we call the prior. And I took a very simple prior for this. I'm saying that essentially the average rate of car accidents is going to be between 1 and 7. And I have no preference between any of these numbers, right? It can be 1 and 7 and 2 and 3. It's all equal probability of that rate happening. This is what means that it's going to be a uniform distribution. And then the likelihood is Poisson, right? It's like count, every time you count some data, essentially, yeah? And then you just, and then on top of that, you have this observations, right? Which is what we generated earlier and pretend that we got it from the statistics bureau, right? And then we just plug this in, right? And by calling this sample function, the PyMC3 is gonna just run this MCMC algorithms and try to essentially estimate the posterior distribution of mu. So instead of our prior belief of mu being something somewhere between 1 and 7, running this and providing this evidence of 80 observations that we have is gonna narrow this average rate of car accidents into some interval. And this is how it looks like, right? So the dashed line here is goes from 1 to 7. This is the prior distribution. It's equally likely for any value here to be, right? But then once we have all these observations taken into account, we've come to a conclusion that the average rate of car accidents in NRA is going to be between 2.8 and 3.6, essentially, right? And this actually also contains the true value that we actually use to generate this data, right? Yeah, and we also have like average estimate of what's the most likely that is going to be the average rate. So just now going back to our use case, right? What I want to do is take a look at the number of new cases per day in Düsseldorf, right? And in new cases of COVID-19 infections. I know that it's not not a very fun topic, right? But I just wanted to track the development of this. Essentially, we can apply the same Poisson model here because we are dealing with counts. We have a daily count of something, right? In a fixed interval of time, one day. And we can apply the same Poisson model. And instead of just having a fixed number, we can say, well, the average rate varies daily and we have only one observation, but we are free to just plug that and into our model. And so yeah, and this is exactly what I do just before this meetup here in the separate notebook. So like I'm having this prior for each of the days of the average number of new cases, right? And this has nothing to do now with the reproductive factor or anything like that, right? It's just assessment of the average number of new cases per day. And we have a different, we have the same prior, but we have n parameters, right? So each day has its own parameter in the model. And we have essentially the same prior, but then the posterior distribution of this average number of cases is going to be different once we plug all these observations. I also want to thank you, send thanks to someone that gave me this source where I kind of like fetch this data, which has like the time series of the daily infections here. I don't remember who this person was, but it was from the Telegram group, yeah.
And in the end, if you use this model, you get this assessment of uncertainty. So essentially, the 95% highest posterior density interval for each individual day is going to look like this, right? So it's kind of like a it seems like a messy model, but it's fine. It just gives us the assessment with the interval of for the average daily rates. But we want to do more. We actually want to estimate the reproductive factor, right? And then we need to go back to basics and reassess what the model is going to be. And this is the model that you can already I actually shared in the group. So starting from scratch, one immediate modification is that I'm not considering Poisson likelihood, but actually a gamma Poisson likelihood. This is considered to be a robust inference with the gamma Poisson because we are not dealing with ideal processes here. So what I always say is that we are not counting protons in the colliders in CERN, right? We are dealing with a lot of measurements that people do every day, right? And that's not an ideal process. And when you're counting these new cases, there's bound to be some over dispersion in the number of the cases that you're counting. So this is what the gamma Poisson distribution is doing very well. So instead of just assigning one simple parameter mu, we also have this alpha parameter, which is kind of like the measure of the error of measurement that you're going to experience every day. And then by definition, the following formula is just what the reproduction factor of the new daily infection is, right? So it's simply a ratio of the new cases for two consecutive days, right? And instead of just now putting a prior on mu, as we did in the previous model, we are putting a prior of the RT parameter. And we have this, like, if we have 100 days, then we have 100 of parameters. So basically for each day of our observations, we have one new parameter RT in our model. And we can put like individual independent priors, but what another assumption that we can put in our model is that this RT factor is not drastically changing overnight. It's kind of like if the R factor of today was, let's say, 1.01, then the next day it can be 1.02 or 1.0. But it cannot be one half, right? So it's we are kind of like any kind of measures that the government will take or like people will do, it's not gonna just be over time, just be overnight, but it will gradually happen overnight. So we are kind of like, as the next step, we need to figure out a way how to model that so that the RT factor is gradually changing over time slowly, right? So one way to rewrite this formula is just to take the logarithm of both sides, the equation, and just implying the simple induction here, right? We can sum up the logarithms of the RT factors up to this moment in time, right? And then get the logarithm of the new daily cases, right? So instead of like a recurrence formula, we have a formula of a closed form instead, right? And now as a next step, what I mentioned earlier is how to constrain this RT factor to change very fast. One standard way of doing is that we put a Gaussian random walk prior on the RT factor, and with the fact that the factor has to stay always positive, we have to do that in the log scale, right? And this is kind of like the notation, the mathematical notation.
every next day, like every next parameter of RT is kind of drawn from a normal distribution centered on the previous parameter, or the day of the previous parameter, right? And this is how how the Gaussian random walk works actually. I actually have somewhere here. So basically, if we use this prior, every sample from this prior, it will give you a time series, right? And if you plot, like, I don't know how much I have this. I have 30 samples from Gaussian random walk centered around one. And this is how 30 samples of this, every sample is a time series, and this is how it looks like. So it gradually goes away from the center, right? But again, it still kind of like stays, like if you kind of squint, then you'll notice that the mass of the distribution stay around one still. This is how the Gaussian random walk distributions work like. Going back to our model, so this is not completely setting up our priors. Like if we want to kind of close up our prior setting, we need to kind of fix this sigma parameter to a one or two or some fixed number. But I don't want to do that. I also want to fit that parameter as well. And in order to do that, because what it means is that what the sigma parameter means is like how fast this RT factor is going to change in the log scale, right? And we don't know how fast is that going to be. I don't have idea on how fast. And the best way to do this is actually setting up sigma as a parameter, putting a prior for that parameter, and then our model will fit that parameter as well. And I use this prior for the sigma parameter here. I cannot justify this selection of prior for this one, but it's just about trial and error and see how it works, because this already complicates our model a bit. And essentially in most cases is that if your priors are messed up, then your model will not work, and then you just need to go back and see what's the scale of the parameters that you need to use, and then modify the scale and essentially until it works, right? And then finally, we shouldn't forget about this alpha parameter here as well, and just to put some Kalkoshi prior for that, because the alpha needs to stay positive as well in this case. Just plugging that all in with PyMC3 is all very neat. I think that the only contender for this power tool that is PyMC is Stan right now. I don't want to kind of like be judgmental for other tools out there, but because in essence, I'm a Python developer, I chose to do this in PyMC3, right? And I really like it. It's all very clear. All the priors are very neatly defined. All the explicit calculations are very, again, very neatly defined. So what I mean here is that every time you see this tilde equation somewhere, it means that this parameter is distributed like this distribution, right? But when you see a sign of equation, means that this parameter is actually computed on top of other parameters, right? And this is exactly what PyMC is doing. It's either drawing parameters of some distribution, or it's actually computing parameters from other parameters, right? And then finally, this is the likelihood. We have computed parameter mu and prior parameter alpha here. And we are plugging the observations in the likelihood here, and we're doing MCMC simulations.
small runs in like under 2 minutes is very, it's very fast, because we, by now we have, unfortunately, we have a lot of data since March. It's now, it's mid-January. Okay, here are some trace plots. You don't need to look at this, but and just having this in the notebook for completeness. But what is interesting is like what this is like similar for the like with the previous chart that I showed you earlier. This is the prior and the posterior distribution for the parameter sigma, right? Which shows some exponential prior centered around 0.05. What that means is that this blue region is the region from where the sampler will draw most of the parameter values for the sigma. But as soon as evidence comes, as soon as observations from real world comes, then it narrows this distribution of sigma to a very, very narrow interval, which is somewhere between 0.01 and 0.03. It's even narrower than that. And so we have a very clear assessment of where the, how fast this artifact is changing over time. So it's changing up very slowly with this 0.02 rate in the log scale, right? And then, of course, we have the artifactors for each day. Yeah, and also the observations for the average number of new infections of COVID. So the blue regions are the highest posterior density intervals. So what it means is that in the pale blue region means that there's a 95% chance that the true value of the artifactor appears in that region, right? And the blue one is the darker one is the 50% chance of the true value appearing that there. And as you can see that, at least in my opinion, is kind of a very good fit. If you look at the fit of the average daily cases per day, new cases per day, right? That's the chart below. And then it's overlaid with the true observation, which are the black dots. So looking at the chart above, we can clearly see what time the artifactor was above one or below one. What artifactor above one means that the spread of the infection is growing like an exponential with an exponential positive exponential growth, right? And the higher the artifactor is, the higher the steeper the spread is. And as you can see, that probably the worst month since the in Düsseldorf since the beginning of the pandemic was in October. People can only guess why that was. Right now, it seems that we are in some kind of like a linear growth because the artifactor is around one, a value around one, which you can kind of see at the January section of the chart below. So the line kind of sticks flat there. Yeah, and that's all I had for today. If there are any questions, I'm happy to answer. That's a very, very interesting analysis. I did not really understand everything, but even though I did study math, but it is definitely very interesting, a very interesting way of approaching the problem. One question I have is it's interesting that the R factor is above one actually before it starts climbing up the
So the numbers start to increase in October, November. And that's something that probably could have been noticed by the politicians as well. I wonder why that can happen. I'm kind of very curious every time I hear about the artifactor being 0.7 or 1.3 or something like that. I suppose it is very dependent on how the model is set up. I've seen other models that are doing this in a frequentist non-parametric way or semi-parametric way, and then we have, of course, a lot of ways on how to approach this. And also in the original notebook that I saw earlier in June that inspired me to do this, the calculation was kind of like dividing the estimated number with the previous number that was actually observed, which is not entirely the way how to do it, right? The observations are always coming in the end. You should not put them in the calculation itself. So, but the one thing that I always have with the other models that I've compared my model was, is that the trends and above one or below one are always matching, right? So if one model is saying that the artifactor is above one, it's most likely that other similar models will have it above one as well. If there is some institution, federal or regional, that calculated the artifactor, this is a very high chance that they also came to the conclusion that September also had a positive factor there. But I can't comment more on that one. Yeah, but this is definitely an interesting observation because this could have been used to, you know, predict what was coming. So it felt a bit, I mean, at least to me, it felt a bit like the politicians were all surprised that numbers are going up and nothing is happening. So interesting. Yeah. So I think that it's also worth to say that just by looking at the chart below and just looking at the black dots for September, with this scale, it's difficult to say that September had an upward trend. But that's already because we have a lot of high numbers in October and November. But if you kind of like focus on just the bottom for September, then you will see that there's an upward trend and already rising, which corresponds with the positive factor for September, I believe, already. Yeah. Just for understanding, if you take the chart above, would the chart above look the same if you don't have the numbers, let's say, from mid-October until December? Is the chart above, is that a forward-looking chart or is it a backward-looking chart? I think that it's kind of like forward-looking, but it's probably both ways, because then if there is some wider uncertainty for example, if you take a look at the final day for the estimate of RT, the final couple of days, this trumpet, the cone is widening, right? Because we don't have data from the future to correct it. And if more data comes, then this final week of observations will be kind of corrected in a sense, right? So the cone will get narrow for January, for the last week of January. Coming again from the model, the RT factor is kind of predicting the next day of cases. So it kind of works both ways, I would say. I think one thing you could do to make this more like policy accurate is to do the simulation with a cutoff of each day and then look at the
the cone for each day, and that would give you a more reasonable estimate of what you could have known at a specific date. Because as you say, for example, the numbers in September, the cone in September is very, very tight because we already know what happened in October. And in the beginning of September, we didn't know. So in the beginning of September, the cone of probability was probably as wide as we have it in January now. So it's a bit unfair, I would say, to look back and say, well, you could have known this. We could have known this because it's kind of obvious from the... Yeah, in September, it's kind of obvious what happens in October, but the data doesn't bear this out. So I think one thing you could do is to actually run the simulation for each day and cut it off at that specific day and then see a value of what the estimation was on that day. But, yeah, I think that's fair. A very specific use case. I think that that's a fair setup of what you said. I think that it's going to be kind of very tricky to do this for each day, but maybe I can repeat this for, let's say, the first week of September and just forget about, everything that comes after that. And I will overlay it with what we know right now. But I still think that, for example, if, like the last day of September, even though it's probably going to be a wider cone, it's still going to be positive, right? Yeah, of course. You can see that in the graph as well, because if you look at the end of September, mm-hmm. you see that the 95% interval is already positive. So even if you assume you're in the 95% interval, you're going to have an RT factor that is larger than one. Yeah. Okay, thank you very much, Beja. That was very, very informative. Thank you for this super cool analysis. Yeah, thanks for your having me on the attention. Thank you. Okay, ich wollte was über Unohost erzählen. Erstmal, was es denn überhaupt ist. Wenn man auf die Homepage von Unohost geht, unohost.org, dann ja, so offensichtlich ist es nicht irgendwie, was es denn jetzt genau ist. Am besten ist irgendwie, wenn man ein bisschen runterscrollt, der Button über Unohost. Den habe ich, die Seite habe ich auch erst relativ spät gesehen. was es, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Also es ist im Prinzip eine Verwaltungssoftware basierend auf Debian und bietet halt die Möglichkeit, Web-Apps quasi zu installieren. Was es von sich aus macht, ist halt Domains zu verwalten. Man kann halt verschiedene Domains eintragen. Wenn die öffentlich sind, holt es von Let's Encrypt Zertifikate. Wenn nicht, dann werden halt selbst signierte Zertifikate genommen. Ein Nginx läuft. Einen vollständigen E-Mail-Stack. In der neuen Version kann man auch dann einfach ein Relay benutzen. Und das Interessante dabei ist, hat Fail-to-Ban noch an und hat halt ein SSO, ein Single Sign-On-Lösung. Ja, und man kann halt hingehen und Apps installieren, um die dann nutzen zu können. Das Ganze ist unter anderem in Python oder einige Teile sind in Python geschrieben, sagen wir es mal so. Und viel Shell-Skript-Kram ist dabei. Grundsätzlich ist es so, es gibt auf GitHub, es gibt zwei Organisationen. Einmal die Gruppe Unohost, ich glaube so im Prinzip das Kernprojekt quasi so drin ist, aufgeteilt in auch mehreren Projekten, also zum Beispiel hier hier das SSO-Lösung, die irgendwie in Lua geschrieben ist, und so einzelne Paketchen. Dann gibt es Unohost-Apps,
die Organisation. Und da sind dann alle, ja, alle App-Pakete zu finden. Und wenn man ein App-Paket selber macht, dann ja, letztlich wäre es ganz gut, wenn das dann da reinkommt, weil man dann von der Infrastruktur, also CI-Server und so profitiert. Ja, mein Projekt ist da auch mittlerweile drin, weswegen ich das im Prinzip so gemacht habe. Einmal diese, weiß ich gar nicht, habe ich das vorgestellt? Naja, ist ein Django-Projekt. Ja, und dann habe ich ein kleines Paket gemacht, um halt es zu vereinfachen, dass man Django-Applikationen in Junohost integrieren kann. Weil, also man muss gar nicht so viel machen, aber halt, dass das SSO dann auch funktioniert, dass man sich direkt dort einloggen kann und so weiter. Im Großen und Ganzen ist es eine Middleware, die ich da bereitstelle und ein Authentification Backend. Im Großen und Ganzen, die beiden Module muss man einbinden und dann, ja, dann hat man halt Hilfsmittel, um sein Django-Paketchen da reinzukriegen. Hier habe ich mal ein Beispiel. Das ist jetzt eine Instanz von mir, die, ja, die ist eigentlich nicht öffentlich, aber ja, sie ist trotzdem über eine Domain erreichbar. Also das ist auf meinem Server im Keller. Das ist ein Proxmox-Instanz und da ist es eine Container, wo halt der Junohost drin läuft. Das habe ich dann per Port Forwarding in der Fritzbox die Ports halt freigegeben und ich nutze den Fritzbox DNS-Dienst, also man kann von der Fritzbox halt so ein DNS, so eine Domain bekommen und das ist so eine kryptische Domain. Und wenn man eine eigene Domain hat, dann kann man halt einfach den CNAME darauf zeigen lassen und fertig. Ja, hat halt den Vorteil, also ich habe unter anderem Nextcloud installiert, um so ein bisschen Synchronisierungszeug zu machen für Android-Handys, also Kalender synchronisieren, eine To-Do-Liste und so weiter. Ja, und es hat halt den Vorteil, wenn es eine richtige Domain ist, natürlich das Handy, also die Synchronisierungs-Apps können natürlich dann auch richtig aus dem Internet drauf zugreifen. Wenn man es nur lokal verwenden würde, hat es aber auch den Vorteil, weil man einfach eine Let'sCrypt SSL-Zertifikat hat, dass es dann, ansonsten beschweren sich halt die Apps so von wegen, hey, ist ungültig, mache ich nicht und so weiter. Also das Problem hatte ich mal mit dieser TVGo App, die wollte ich mal probieren, habe ich aber dann eigentlich gar nicht, noch gar nicht gemacht. Und die hat sich halt beschwert, von wegen ist kein SSL-Zertifikat, mache ich nicht. Naja. Hier ist auch mein Pi Inventory drin. Da kann ich dann einfach draufklicken und dann bin ich halt direkt in der App schon drin und direkt halt eingeloggt. Also das Projekt ist, um ja, Gegenstände zu verwalten. Und ja, das ist so von wegen, ich habe das und das und das ist in Schublade, im Schrank und so weiter. Naja, und das Ganze ist realisiert, ich habe halt nur im Django, nur das Django Admin genutzt. Deswegen landet man halt direkt da. Und durch diese Zwischen-App, dieses Paketchen, was ich gemacht habe, werden dann halt auch die Benutzer automatisiert direkt eingetragen im Django-App, die dann halt von dem SSO kommen quasi. Ja, wenn ich hier auf Abmelden gehe, werde ich nicht wirklich abgemeldet, sondern ich komme zurück zu diesem Applikationspanel, wo man halt die ganzen Apps starten kann. Und ja. Die Verwaltung, also wenn man halt hier auf Verwaltung klickt, die sieht halt so aus. Da kann man halt seine Benutzer verwalten, die es gibt. Kann man die Domains,
die es gibt, genau, da habe ich halt die interne Fritzbox-URL ist hier auch mit eingetragen. Und dann halt meine, ja, meine richtige URL, und da kann man halt sagen, hier Zertifikat soll jetzt Let's Encrypt sein, und dann macht er das alles. Ja, man kann Applikationen installieren, da habe ich halt hier, das ist meine. Kann man ein bisschen was sehen, wo die denn hängt. Also generell ist es so, jede Applikation, kommt auf die Applikation an. Es gibt welche, die müssen im Root der Domain installiert sein. Also die, dann muss man für die Applikation extra eine Subdomain oder eine eigene halt haben. Bei Django ist das ja normalerweise eigentlich auch eher so, dass man das so haben möchte. Also Django von sich aus, ja, ist ja jetzt nicht so ganz konzipiert von wegen, dass es in einem Verzeichnis läuft, sage ich mal so. Aber ich habe da ein bisschen geguckt, so schwierig ist es ja im Grunde genommen nicht, dass halt eine App einfach in einem Verzeichnis oder ne, da reinkommt. Man muss halt die URLs ein bisschen umbiegen und dann passt das schon. Und deswegen funktioniert das eigentlich so ganz gut. Ja, da gibt es halt so einen App-Katalog in dem Ding. Da kann man dann 1000 Apps nehmen. Da muss man allerdings schon ja, sich ja, der App dann auch vertrauen oder dem Paket, weil die Installation wird halt, hat halt Root-Rechte und kann halt alles machen im Prinzip. Vielleicht zeige ich erstmal so ein bisschen, wie eine App aufgebaut ist. Es gibt eine Example-App. Generell ist es so, man nimmt einfach den Projektnamen und macht dann Unterstrich ja, YNH dahinter, so quasi als Zeichen, dass das Paket oder ja, das App-Paket für Junohorst ist quasi. Ja, und im Großen und Ganzen, also es ist nicht so furchtbar kompliziert, im Großen und Ganzen gibt es zwei Verzeichnisse und eine Manifestdatei. Und im Prinzip in den Skripts, da liegen Shell-Skripte drin, zum Installieren zum Beispiel oder zum Deinstallieren, Remove. Und im Prinzip ist es so, wenn man die App dann halt installiert, wird dieses Skript ausgeführt. Und ja, das kann halt alles Mögliche machen. Und dann ist die App halt installiert. Und wenn man halt im Admin sagt, wegschmeißen, remove, dann wird halt remove ausgeführt. Dann gibt es allerdings auch direkt ein Backup, wo halt die App, alles was für die App wichtig ist, wo es dann halt in einem Backup landet. Und ein Restore stellt es halt auf dem Backup wieder her. Und ein Upgrade aktualisiert halt eine installierte App. Das wird dann da aufgerufen. Und Change URL ist eine installierte App, sage ich, von wegen, die soll jetzt woanders erreichbar sein. Das ist jetzt hier im Admin beispielsweise, wenn ich jetzt hier sagen würde, URL ändern und gibt dann hier, sagt dann, dass die App woanders hin soll, dann wird dieses Skript gestartet, dieses Change URL. Ich kann es mal in meinem Beispiel zeigen, in PyInventory, zum Beispiel das Install-Skript. Im Grunde und Ganzen, das ist halt ein Bash-Skript. Dann gibt es, ja, in der Regel packt man sich dann noch ein Skript rein, was man ja durch Source importiert, wo so ja, Dinge festgehalten werden, die für alle Schritte, ob jetzt installieren, deinstallieren, restore und so weiter, wichtig sind, dass man die da quasi sammelt. Im Großen und Ganzen werden dann hier, es gibt zig Helper, das sind meistens hier diese Unterstrich, Junohorst Unterstrich, blablabla, das sind halt alles auch so Shell-Skript-Helper, die dann ja, helfen, bestimmte Dinge zu tun. Ja, unter anderem zum Beispiel in Dateien Dinge austauschen, also so ein bisschen Platzhalter ersetzen quasi, sagen wir es mal so. Ich kann mal gucken hier, weil es ja Python ist. Ah, hier zum Beispiel.
Ich mache halt per Python ein virtualenv, kopiere da meine Requirements rein und installiere dann hier mit pip, ich aktualisiere pip und installiere dann meine Requirements quasi. Ja, neben den Scripts, die aufgerufen werden, was so die Entry Points sind für gewisse Aktionen, hat man noch ein Verzeichnis conf, wo dann halt Dateien drin liegen, die dann irgendwo hin kopiert werden. Unter anderem wie zum Beispiel eine Django Settings oder die Django URL. Und hier kann man halt dann so Platzhalter reinpacken. Die ja, sind jetzt in dem Falle ne, so in diesem Format, also zwei Unterstriche vorne, hinten und alles groß geschrieben. Und die werden dann halt mit etwas ersetzt. Ja, und damit kann man dann halt arbeiten. In dem Falle zum Beispiel ist das jetzt, wohin die App installiert wird. Das ist nicht unbedingt jetzt festgezurrt, wo jetzt die App hin soll und wo sie jetzt Dateien ablegt und so weiter. Ich habe mich dafür entschieden, dass unter opt-unohost und dann App, das ist der App-Name, also in dem Fall PyInventory, würde dann halt hier der Endpfad sein. Und ich splitte auf, dass dann die Dateien, die gesurft werden, also statische Bilder, CSS und der ganze Kram, der ist unter var www und dann halt auch wieder der App-Name. Ja, und dann zum Beispiel hier die Logdatei, die ich nutze zum Logging. Und Pass-URL zum Beispiel, das ist dann halt die URL, die unter der ich gesagt habe, wo die App erreichbar ist. Also die Geschichte hier bei diesem, wo die App dann halt hinterher eingehangen wird, quasi per Nginx sozusagen. Das mit den URLs, da habe ich jetzt halt so eine Lösung, dass man halt einfach die URL als Präfix dann immer dran pappt und sich die dann hier selbst aufbaut und dann klappt das eigentlich gut. In meinem Fall, ich nehme halt den Nginx, der eh schon da ist, nutze den quasi als Reverse-Proxy, dass der dann halt unter dem Pfad, also das ist dann auch wieder die URL, wo die App installiert ist, das Ganze dann weiterreicht lokal. Der Port wird in diesen Installationsskripten per Helper ausgewürfelt. Also das steckt dann wieder im Unohost-Code drin, dass es halt eine eigene Portadresse ist, ne, die für die App ist, damit sich mehrere Apps nicht in die Quere kommen. Ich nehme Gunicorn. Was halt wichtig ist, ist dann halt einmal die Geschichte mit dem Backend, was aus meinem eigenen kleinen Python-Paket kommt und halt die Middleware und die beiden Kombinationen quasi ist dann halt, um die Authentifizierung zu machen. Und dann habe ich zurzeit den einfachen Hack, dass ich die Login-URL und die Logout-Redirect einfach auf diese SSO-URL halt lege. Und deswegen kann ich dann halt hingehen in meiner App, wenn ich jetzt wüsste, welcher Tab es ist. Wo war ich? Da. Das hat halt zur Folge, dass ich hier, wenn ich hier auf Abmelden gehe, dass ich einfach nur hier wieder zurückkomme, quasi. Also kann man sich nochmal überlegen, ob man den User ausloggt, aber nö, ich glaube, das ist so eigentlich ganz, ganz nett. Man kann ja dann hier hingehen und sagen, abmelden. Es gibt einen CI-Server, den die Jungs von dem Projekt betreiben. Da sind auch meine Sachen drin. Da ist dieses Django Installationspaket. Das kann man sich vielleicht mal angucken, weil hier ein Fehler ist. Und mein PyInventory. Da ist es. Gehe ich einfach mal hier drauf. Das hat ein bisschen gedauert, bis das Ding dann grün ist.
Ja, ich gucke mal hier den, den letzten Lauf an. Im Großen und Ganzen, es gibt ein Package Linter. Das ist einfach nur so ein Skript, was so ein paar Dinge in den Skripten einfach so ein bisschen nachguckt. Das kann man auch ganz gut als GitHub Action laufen lassen. Nehme ich mal den hier. Da ist das Action. Da. Package Linter. Wieso kann ich das hier ausklappen? Weiß ich jetzt nicht, warum man das nicht ausklappen kann. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall den Teil, der hier in CI abläuft, der so ein bisschen was abcheckt, die Skripte und so weiter, das kann man halt auch auf GitHub mal eben laufen lassen. Also ziemlich einfach einbinden. Ja, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Ja, das geht halt hin und installiert meine App, also PyInventory. Das Ganze irgendwie, die machen das mit den LXC-Containern, wobei die haben da, glaube ich, die bauen das irgendwie gerade um, dass das, keine Ahnung, irgendeine neue Container-Geschichte oder sowas nutzt. Das Ding ist halt, die versuchen natürlich, die Umgebung richtig nachzubauen und das dann halt in einem Container zu kapseln, wo dann halt in Nginx auch da ist und so weiter. Ja, und in diesem Container wird halt dann ausgeführt, dass das Ding installiert wird. Und dann kann man hier, das sind diese Ausgaben, das sind dann auch die Sachen, die ich in dem Install-Skript definiert habe. Können wir ja mal hier Install Project via pip. Kopiere ich mal den String. Dann gehe ich mal bei mir bei Install rein und suche mal nach dem String. Und da ist er. Das ist dieser Aufruf, damit das halt in dieser Fortschrittsanzeige dann kommt. Also man kann das halt so in Sektionen unterteilen, damit man ein bisschen Rückmeldung gibt, was da passiert. Ja, und dann laufen hier diese Buttons ab oder diese Fortschrittsanzeige. Ja, muss man ein bisschen konfigurieren. Also es ist jetzt nicht wirklich, ja, weil man weiß ja nicht wirklich, wie viel Fortschritt denn in diesem Step dann passiert. Also das kann man alles selber machen. Ja, dann sieht man hier schon so Ausgaben. Das kommt von meiner Settings-Geschichte. Da gebe ich halt so ein paar Dinge raus. Ein paar Warnings, die ich mal auch checken muss, wie ich meine Django-Applikation besser einstellen kann. So, und wenn er das alles installiert hat, dann startet er den Service. Also das wird per systemd gemacht. Kann ich auch mal eben zeigen. Das ist ja die systemd Service-Datei, die dann halt hingeht und Gunicorn startet und so weiter. Die wird halt auch hier Platzhalter ausgefüllt und an die richtige Stelle hinkopiert und dann wird der Service halt gestartet. Ja, und dann schauen sie halt nach, rufen die App ab unter dem Pfad, wo sie installiert ist. Da kann man hier sehen, das ist die Login-Seite quasi von Django, die da so gepasst wird. Ich glaube, es wird aber im Prinzip nur gecheckt, ob da ein 200 kommt und nicht wirklich, ob die Seite auch Sinn ergibt, aber naja, muss ja auch allgemeingültig für alle Sachen sein. Naja, und dann, wenn das halt der Fall ist, dann wird gesagt, okay, Installationsschritt ist schon mal bestanden. Dann kriegt man auch, ja, das wird so in Leveln gemacht, wie viele Schritte funktionieren. Aber schauen wir mal weiter, dann wird die App einfach deinstalliert, alles wieder zurückgebaut. Ja, wenn in diesen Shell-Skripten irgendwo ein Fehler passiert oder so, dann crasht es halt hier und ja, dann wird es halt ja, erkannt. Dann wird sie wieder installiert und geguckt, ob es geht. Also nach dem Deinstallieren wieder installieren, kann ja auch nicht, vielleicht nicht funktionieren, so, je nachdem, was man so macht. Vielleicht beim Deinstallieren lässt man irgendwelche Dateien übrig oder so und beim Installieren crasht es dann, weil die schon da ist oder sowas in der Art.
Ja, und dann wird halt sowas gemacht wie, ich mache jetzt davon ein Backup, ich lösche die wieder, die Applikation, dann restore ich die aus dem Backup und gucke, ob sie wieder da ist und so weiter und so fort. Also sind einige Schritte, die halt hier so gemacht werden und jedes Mal wird geguckt, ob es denn funktioniert. Und das ganze Resultat, hier sind die Steps nochmal, und das ganze Resultat führt dann dazu, dass dann halt so ein Level vergeben wird, wie gut die Applikation denn dann so ist. Und ich habe halt hier Level 7 offenbar erreicht, quasi. Und das Ganze spiegelt sich dann so ein bisschen wieder, wenn man hier Applikationen installieren will, weil man halt sagen kann, wie gut die von der Qualität ist. Also sie versuchen halt eine Bewertung zu machen, dass man halt, dass sie evaluiert ist, ob die Dinger halt irgendwie, die Apps halt funktionieren oder nicht. Was kann ich noch erzählen? Das Ganze ist auch so, dass man, einmal kann man das Ganze im Panel auf der Webseite halt konfigurieren, also hier im Admin kann man alles Mögliche machen, auch angucken, welche Dienste laufen, Dienste stoppen und starten und neu starten und Logs einsehen und so weiter. Mein Server ist ein bisschen sehr langsam, deswegen dauert das hier alles ein bisschen. Und all die Sachen, die man hier online machen kann, also über die Webseite machen kann, Applikationen installieren und so weiter, das kann man aber alles auch per Kommandozeile machen. Es gibt da das Kommandozeilentool Junohost und das ist auch in Python geschrieben. Damit kann man halt Benutzer hinzufügen, ändern, Passwörter setzen, Domains hinzufügen, Apps installieren, deinstallieren, Backups machen und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip alles das, was ich online machen kann, kann ich dann halt auch darüber machen. Ich kann mal gucken, wir können ja mal einfach was starten. Zum Beispiel, ja genau, wir können mal hier gibt es Informationen und wir können da mal ein Update machen. So. Das heißt, ich mache ein Update von meinem Projekt und gebe dann an, wo die herkommt. Das heißt, so kann man auch, wenn man jetzt ein eigenes Package macht und das erstmal bei sich gehostet hat, dann kann man halt auch in der Kommandozeile dann über die URL angeben, dass man die installieren will. Ja, und das sind jetzt die Schritte, die jetzt hier so aufploppen. Die sehen im Grunde genommen genauso aus, wie das in dem CI-Lauf zu sehen ist. Ja. Das mit dem CI-Server ist allerdings noch ein bisschen... Ja, es dauert alles ein bisschen. Ich meine, so ein CI-Lauf dauert auch von sich aus schon relativ lange. Das heißt, der CI-Server, wenn der flott sein soll, dann muss er schon ordentlich sein. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, weswegen die CI-Läufe dann nicht so super oft passieren. Was aber ein bisschen blöd ist, weil man dadurch dann erst, wenn man jetzt so ein Package macht, erfährt, ob das denn alles in Ordnung ist. Man kann es halt alles auch selber natürlich simulieren, so dass man sein Projekt installieren und wieder deinstallieren und gucken, ob denn alles auch fein ist. Aber das ist ein bisschen doof, dass der CI-Server, also man kann auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt unter GitHub Action, lass jetzt so einen CI-Lauf machen oder so, weil es halt zu kompliziert ist, die ganze Umgebung aufzuziehen. Und damit es damit ich ein bisschen direkter mit Django gucken kann, ob denn alles soweit funktioniert, habe ich bei meinem Projekt halt auch ein Makefile hinzugepackt und ich habe in ein Local Test Py Helper gebacken,
Kann ich gleich mal zeigen, aber ich starte einfach mal. Da kann ich nämlich hier Local Test machen. Ja, und der geht hin und ja, versucht lokal so ein bisschen zu simulieren, was denn beim Installieren so alles passiert. Das kann man hier so ein bisschen sehen. Ich gehe halt hin und mache im Prinzip das was Ähnliches, wie es beim Installieren passiert. Und zwar zum Beispiel hier kann man sehen, die Settings, die wird halt an die richtige Stelle hinkopiert. Und in der Settings werden ganz viele Sachen ersetzt, wie zum Beispiel hier dieser feine, da wo die App halt installiert ist, wird dann halt ersetzt mit den Pfaden, die dann halt wirklich hier dann, ja, so zusammengeschustert, dass es dann halt mit SQLite lokal funktioniert. Und deswegen kann ich dann halt hier die Webseite aufrufen. Hatte ich, glaube ich, hier. Und dann läuft Django. Es ist jetzt extra so, dass in der Root-URL quasi nichts passiert. Also da ist ein 404, weil es so simuliert ist, dass die App halt unter dem Verzeichnis app-fat installiert ist. Und deswegen picke ich mir die hier aus. Und da ist das Django. Und ja, ich bin eingeloggt als Test-User. Das ist so ein bisschen auch gefaked, dieses Login. Ja, damit ich einfach das benutzen kann, so ähnlich, wie es dann halt auch installiert ist in Junohost. So kann ich halt mit dem Django Dev Server so ein bisschen ja, Dinge austesten, so auf einem schnelleren Weg. Ja. Das ist auch dieses Local-Test-Kopiererei-Skript-Krams, habe ich dann halt auch gekapselt in den in diesem Django-Modul, was so ein Hilfspaket ist. Und da ist es halt drin, ist auch dokumentiert, wie man es benutzen kann. Man kann sich mal angucken, was jetzt hier gemacht wurde. Das ist hier dieses Verzeichnis, was automatisiert erzeugt wurde mit diesen zwei Verzeichnissen, was so ein bisschen simuliert, dass es jetzt war www so quasi auf Junohost, also im Junohost. Und das wäre jetzt root opt Junohost und dann kommt da mein Zeug rein. Und hier in der Settings kann man halt auch sehen, diese Variablen wurden jetzt halt hier ersetzt mit so ähnlich, wie es halt in Junohost ist. Also ja, so eingeschränkt ähnlich. Ja. Ja, und dieses Paketchen, dieses Helper-Dingen, habe ich es irgendwo offen? Nee. Da. Das hier, das ist von mir. Das ist 2-in-1. Das ist einmal ein ganz normales Python-Paket, was auf dem Python-Package-Index landet. Mein Internet ist lahm oder so. Da ist es. Das heißt, das kann man halt über pip ganz normal installieren. Und das hat halt dann die ganzen Helper, die man so braucht, direkt drin. Und gleichzeitig ist das Ding aber auch eine ganz normale Junohost-Applikation. Das heißt, ich kann sie auch halt wirklich installieren, um das, die Helper quasi in sich selber zu testen. Oder so. Kann ich mal. Also habe ich das hier installiert? Nee, habe ich leider nicht. Achso, warte mal, habe ich in meinem Test. Da. Genau, das ist Junohost Test Fritzbox. Das ist eine andere VM, die halt eine interne Domain hat, deswegen kein Let's Encrypt, aber halt ein selbstsigniertes Zertifikat. Genau, und da ist Django mein dieses Hilfsprojekt als App installiert. Da kann ich halt jetzt drauf gehen und dann lande ich halt im Django Admin. Also da ist auch im Prinzip nichts. Aber da kann man halt sehen, dass hier die User angelegt werden. Ich kann ja mal spaßeshalber hier meinen Usernamen ändern oder so. Und dann sollte er da auch
aktualisiert den Vorkommen. Benutzer, das ist er. Und dann sage ich mal bearbeiten. Und dann mache ich mal meinen Nachnamen. Neuer Nachname. So. E-Mail-Adresse? Ja, keine Ahnung. Ist wurscht. Hat er? Was? Passwort? Ah, jei. Das ist aber irgendwie, würde ich mal sagen, eher ein Bug. Ach. So, hat er es jetzt? Boah. So, eigentlich toll. So, dann gehe ich wieder da zurück. Achso, jetzt bin ich ja ein Passwort nicht. Ups. So, und dann gehe ich da rein. Und dann sollte durch diese Helper-Skripte mein Username im Django Admin dann auch ersetzt sein oder aktualisiert sein. Nicht, schade. Ja, da haben wir noch einen Bug gefunden. Ja, ja, so insgesamt gesehen, Unohost an sich, ja, es steht und fällt halt mit den Packages, mit der Qualität der Packages. Da muss man schon gucken, dass man halt, also es gibt viele Pakete, die halt irgendwie kaputt sind oder so oder schlecht gewartet oder sowas. Aber ja, das, was ich haben wollte, das funktioniert. Also Nextcloud und SigSync und meine Apps. Und ja, von daher bin ich da erstmal mit zufrieden. Gibt's Fragen? Ich höre nichts. Dann gibt es vielleicht keine. Gut, ja, dann vielen Dank. Und dieses Unohost ist sicherlich eine interessante Sache. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich das jetzt wirklich live im Internet lassen würde, aber. Ja, die Idee ist ja schon, also vom Projekt her ist es natürlich schon so gedacht, dass das genau dafür ist, für den Produktiveinsatz im Netz quasi. Aber wie gesagt, man muss halt gucken, welche Apps man installiert. Ja. Da sollte jeder mal genau hingucken, bevor er das macht. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Ich habe gesehen, dass da sehr viele Sachen halt veraltet sind. Und naja, wie du halt auch schon gesagt hast, dass das halt nicht so richtig toll gewartet ist, ist dann natürlich ein Sicherheitsrisiko, was man sich dann da aufmacht. Ne? Ja, Unohost, also die Python, Unohost hat auch noch Python 2 im Einsatz, aber ist jetzt vor ein paar Tagen ist die neue Version rausgekommen, die Python 2 endlich mal rausgekickt hat. Mhm. Aber ja, achso, noch zur Community, das ganze Projekt stammt halt ursprünglich aus Frankreich. Deswegen sind super viele französische Leute, also französisch sprechende Leute da unterwegs, auch im Forum bei denen. Und deswegen ist leider auch oft die Sprache Französisch und nicht Englisch. Aber ja, naja. Ja, wir kommen jetzt wieder zum ganz anderen Thema. Wie ja schon gesagt wurde, wir haben ein ziemlich breites Themenspektrum heute. Es geht hier in dem Vortrag jetzt um Apache Airflow. Apache Airflow ist ein System, das, mit dem man Workflows bearbeiten kann, managen kann, aufsetzen kann, beobachten kann und so weiter und so fort. Da werde ich jetzt ein bisschen was drüber erzählen. Wie man an dem Namen schon erkennt, das Ganze ist ein Apache-Projekt. Das heißt, dass das Projekt Open Source ist, unter der Apache License verfügbar ist. Es ist ursprünglich von Airbnb entwickelt worden. Die benutzen das, wie viele, viele andere auch, als Workflow-Engine, um Daten zu verarbeiten, die halt in jeder Menge bei denen anfallen. Apache Airflow ist ein batch-orientiertes Workflow-Tool.
Es gibt auch noch stream-orientierte Workflow-Tools, aber dafür ist das halt nicht wirklich so gut zu verwenden. Batch-orientiert heißt letztendlich, dass man die Daten nicht kontinuierlich irgendwo reinstreamt, sondern dass man die halt in so quasi in Paketen verarbeitet, also halt immer nur zu gewissen Zeiten halt irgendwas macht. Es eignet sich aber sehr gut, um komplexere Sachen zu machen. Das werde ich auch dann gleich vorstellen. Es hat ein Worker-Konzept, das heißt, man hat einen quasi zentralen Scheduler, der läuft, mit dem man das Ganze orchestriert, und dann können halt die verschiedenen Aufgaben, die verschiedenen Workflows dann auf diesen Worker-Prozessen laufen. Das erlaubt einem, das Ganze halt auf sehr viele Rechner zu verteilen, auf ein Cluster zu verteilen, mit Kubernetes zum Beispiel, dann halt in der Infrastruktur, die man hat, dann halt gut zu platzieren, damit man auch alles schön ausnutzt. Man kann auch dafür sorgen, dass bestimmte Sachen dann halt auf bestimmten Nodes, auf bestimmten Rechnern dann laufen. Das kann man alles machen in Airflow. Warum trage ich das hier vor bei dem Python-Meeting? Ja, ganz klar, weil es in Python geschrieben ist und es verwendet halt auch Python, um die Workflows zu definieren. So, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, mit diesen ganzen Workflow-Tools, die im Moment wirklich wie im Grunde genommen so wie solche JavaScript-Frameworks dann halt quasi sprießen an allen Ecken und Enden, dann wird man feststellen, dass die ganzen Leute immer von DAGs reden, diesen Directed Acyclic Graphs. Und dazu muss man natürlich wissen, was das ist. Wenn man jetzt nicht unbedingt Informatik studiert hat, dann weiß man das vielleicht nicht. Erstmal geht es darum, dass man einen Graph hat. Das ein Graph ist also eine Zusammenstellung von Knoten und Verbindungen. Verbindungen heißen Edges bei Graphs im Englischen, und die Knoten heißen Nodes. Und letztendlich, was hier gemacht wird bei diesen ganzen Workflow-Tools, ist, man muss ja einen Ablauf definieren, wann muss was gemacht werden, in Abhängigkeit von welchen anderen Sachen, die vorher passiert sind. Und das kann man halt sehr schön durch solche Graphen darstellen, gerichtete Graphen, also sprich, die Verbindungen haben alle Pfeile, das heißt, es gibt eine Verbindung von einem Knoten zu einem anderen nur in eine Richtung. Und was ganz wichtig ist dabei, und da kommt dieses Acyclic her, die dürfen halt keine zirkulären Referenzen haben. Das heißt, es kann nicht sein, dass man irgendwas anfängt, dann irgendwas anderes macht und dann wieder zu dem zurückkehrt, was man dann halt angefangen hat, und man dann ständig im Kreis laufen würde. Das ist nicht Sinn von einem Workflow. Ein Workflow soll immer irgendwo anfangen und irgendwo aufhören. Wenn man den Workflow nochmal laufen lassen will, dann kann man das über ein Schedule, über einen Zeitplan oder Zeitablaufsplan kann man das definieren. Es sollte aber, der Workflow selbst sollte keine zirkulären Abläufe enthalten. Wie das aussieht hier in so einem Workflow, kann man hier unten ganz gut sehen. Hier sind also verschiedene solche Nodes eingemalt in verschiedenen Farben, auch komme ich gleich noch zu. Jeder von diesen Nodes kann irgendetwas machen, auf Datenbanken zugreifen, irgendwas lesen, irgendwas verarbeiten, irgendwas meinetwegen KI laufen lassen, Machine Learning antriggern und das Ganze sind die Ergebnisse dann halt irgendwo anders hinschreiben. Üblicherweise bei diesen ganzen, bei der Datenverarbeitung, die man da macht, ist es so, dass man erstmal irgendwelche Daten aus irgendwelchen Source-Systemen rausholt, dann schreibt man die in irgendein Data Warehouse rein, erstmal als Rohdaten, dann verarbeitet man die noch ein bisschen weiter, damit dann halt die Tools, die damit arbeiten sollen, dann besser mit zurechtkommen. Das macht man meistens in einem separaten Data Warehouse oder halt innerhalb des Data Warehouses in einem separaten Schema oder Tabellen. Und dann lässt man halt die ganzen Tools auf diese Sachen dann los, die geben dann einen Output und dann geht das Ganze halt raus an irgendwelche BI-Tools, also Business Intelligence Tools, die dann schöne Grafiken produzieren, Dashboards machen, all solche Sachen. Airflow konzentriert sich tatsächlich nur auf diesen Teil, diese Sachen ordentlich zu verarbeiten, und macht eigentlich einen ganz guten Job dabei. So sieht das aus in Apache Airflow, wenn man damit arbeitet. Man hat hier einen solchen DAG, also so ein Workflow. Gibt es ein UI, ein Web-UI, das man hier sieht, mit sehr vielen verschiedenen Optionen. Hier unten sieht man diese grafische Ansicht, wie die Verknüpfungen sind zwischen den verschiedenen Schritten.
Man kann hier oben dann in verschiedene andere Ansichten wechseln. Man kann sich Statistiken anzeigen. Man kann sich angucken, welche von diesen Schritten jetzt gelaufen sind, wann die gelaufen sind, wie die Ergebnisse waren. Es ist also extrem umfangreich, was die Analyse angeht. Und es hat Tools, um diese ganzen Sachen richtig schön zu verarbeiten, auch wenn es komplizierter ist, was man da macht. So, wie definiert man so einen DAG, so einen Workflow in Apache Airflow? Was man macht, ist, man schreibt ganz einfach ein Python-Modul. Das Python-Modul, das kopiert man in ein Verzeichnis hinein, das heißt normalerweise Airflow DAGs. Und dieses Verzeichnis wird regelmäßig dann von Airflow gescannt, das schaut dann danach, ob da neue Sachen drin sind oder aktualisierte Sachen drin sind, lädt die Sachen dann neu und verwendet die dann halt für das Processing, was dann halt passiert. Jeder DAG wird zunächst als DAG-Objekt angelegt innerhalb dieses Moduls und die einzelnen Knoten, die Nodes, also was passieren soll, die werden in solchen Operator-Objekten gekapselt. Da muss man natürlich noch die beiden Sachen jetzt miteinander verbinden. Man muss also erstmal sagen, dass diese Operator-Objekte jetzt zu diesem DAG gehören, denn man kann durchaus auch mehrere DAG-Objekte in einem Modul definieren. Das geht normalerweise über Parameter, die man halt übergibt. Und dann kann man natürlich auch hingehen und diese verschiedenen Operator-Objekte jetzt miteinander verknüpfen. Und diese Verknüpfung miteinander, die wird üblicherweise über dieses Shift-Write gemacht, das es halt in Python gibt, das man überschreiben kann. Und die haben das halt überschrieben und dadurch dann halt ermöglicht, dass man diese Graphen schön darstellen kann innerhalb dieses Python-Moduls. Wie man hier sieht, man hat hier also eine Verbindung zwischen OP1 und OP2 in diesem Beispiel. Gut, habe ich jetzt hier in dieser Grafik jetzt hier nicht, müsste eigentlich OP1 nach OP3 heißen. Aber was man hier macht, ist letztendlich so einen Pfeil definieren. Und das geht sehr einfach auf die Art und Weise. Ich zeige nachher auch noch ein Beispiel. So, jetzt hat man diese ganzen Operationen definiert. Operationen können halt, wie ich schon sagte, können ganz viele verschiedene Sachen sein. Man kann Daten lesen, man kann Daten schreiben, man kann Berechnungen durchführen. Man kann also eine ganze Menge, machen wir ein Video an, man kann eine Menge machen und dann durchführen. Es ist allerdings so, dass wenn man mit echten Daten arbeitet und halt auch wie halt im echten Leben ist, Sachen gehen halt schief und das muss man natürlich bei diesen Workflows auch berücksichtigen, wenn man sie definiert. Wenn Sachen schief gehen, muss man natürlich wissen, was man jetzt damit macht. Man kann sagen, okay, das soll weitergehen, wenn jetzt nur, sagen wir mal, ein Knoten fehlgeschlagen ist. Oder es soll nur dann weitergehen, wenn alles geklappt hat. Oder man kann auch definieren, dass es soll weitergehen, egal was passiert ist, solange alle Knoten, die vorher definiert sind, durchgeführt worden sind. Und dafür gibt es solche Trigger-Rules, heißen die. Diese Trigger-Rules, die kann man halt entsprechend setzen. Da gibt es eine ganze Reihe von. Ich habe nur einige wenige jetzt hier aufgelistet. Die sind aber durchaus dann auch sinnvoll zu verwenden. Das Standard-Trigger-Rule ist All Success. Das heißt, es geht nur weiter, wenn alle Inputs erfolgreich waren. Also zum Beispiel hier bei OP6 wäre das, wenn also OP5 und OP4 tatsächlich auch funktioniert hätten, dann wird es weitergehen. In diesem Fall ist es so, dass das hier, sieht man hier, gelb eingezeichnet. Das heißt, das ist also fehlgeschlagen, weil das halt auf All Success stand und OP5 nicht funktioniert hat. Deswegen ist das fehlgeschlagen. Gleichzeitig sieht man aber, OP-Final ist grün. OP-Final ist anders definiert. OP-Final ist so definiert, dass einfach nur alles, was reingeht, muss gelaufen sein. Egal, ob es nun erfolgreich war oder nicht. Also OP-Final ist definiert mit All Done. So kann man verschiedene Szenarien durchspielen. Man kann zum Beispiel dann halt sicherstellen, dass ein Workflow also auf jeden Fall irgendwie endet, auf jeden Fall einen Abschluss hat. Man kann aber auch zum Beispiel hingehen und kann dann wirkliche quasi Bereinigungsstrategien dann halt definieren. Das kann man mit All Fail zum Beispiel machen. Wenn zum Beispiel alle Inputs fehlgeschlagen sind, dann kann man also hingehen und kann dann sagen, okay, wenn jetzt wirklich das alles nicht funktioniert hat, dann kann ich als erstes mal hingehen und kann irgendjemanden dann halt Bescheid sagen, dass da was ganz schwer nicht stimmt. Man kann also zum Beispiel hingehen, eine E-Mail verschicken oder
irgendwie eine SMS verschicken, irgendwen alarmieren. Oder man kann natürlich dann auch hingehen und kann dann vielleicht versuchen, einen Teil davon vielleicht anders zu machen, vielleicht einen Parameter anzupassen, damit es dann halt funktioniert und dann in einen vielleicht anderen Zweig von diesem Workflow wandern, um das Ganze dann zu beheben. Also solche Sachen sind alle möglich. Ich erwähne das hier, weil das sehr wichtig ist. Ich kenne das halt aus Datenverarbeitung im Finanzbereich. Ich habe sehr lange gearbeitet hier für eine Firma, die Regulatory Reporting gemacht hat, wo man also regelmäßig dann Daten von allen möglichen Finanzinstituten bekommt, die man dann einlesen muss. Die muss man dann verarbeiten. Passieren regelmäßig Fehler, weil irgendwie falsche Sachen eingegeben worden sind, die Daten halt nicht wirklich die Qualität haben, die man braucht. Und diese Datenverarbeitung mit Fehlerfällen, das ist also das tägliche Brot im Grunde genommen, was da passiert. So, was kann man machen, wenn man jetzt sich so einen Workflow definiert hat? Man möchte ihn ja irgendwie starten, hatte ich schon erwähnt. Man kann das also machen oder einstellen, dass das Ganze zeitgesteuert läuft. Man kann das über so einen Cron-Parameter mitgeben. Das heißt, man kann sagen, es soll jetzt meinetwegen jede Stunde laufen, jede Minute laufen, es soll einmal die Woche laufen, einmal pro Monat, solche Sachen. Man kann auch sagen, es soll laufen zwischen bestimmten, also ab einem bestimmten Datum bis zu einem bestimmten Datum. Das ist ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel Veränderungen durchführt und von einem Workflow zu einem anderen wechseln möchte. Bei diesem Regulatory Reporting zum Beispiel passiert das halt häufig, dass zu einem bestimmten Stichtag dann die Standards für das Reporting sich ändern, zum Beispiel, was ich 1.1. Wäre so ein Stichtag. Da kann man also dann vorher sich schon darauf dann halt einstellen, kann dann sagen, okay, zum 1.1. soll jetzt also dieser Workflow nicht mehr funktionieren, sondern hier soll jetzt dieser andere Workflow benutzt werden und dann passiert das automatisch. Man kann auch sagen, ich möchte keinen automatischen Start haben, dann muss man einfach nur das Ganze auf None setzen. Dann kann man hingehen und das Ganze manuell in dem Web-UI starten oder halt extern auch über das CLI, wobei man das CLI dann auch wiederum dann halt irgendwie antriggern kann. Ich weiß nicht, ob es auch API-gesteuert funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Knopf hier auch irgendwie API-gesteuert ansprechen kann, aber das habe ich jetzt, weiß ich nicht, also müsste man mal gucken, ob das auch funktioniert. So, wenn jetzt so ein DAG definiert worden ist und man den laufen lassen möchte, dann, was dann passiert ist, genau das, was in Python normalerweise passiert, wenn man eine Klasse hat und dann Objekte hat, die werden dann instanziert. Das heißt, man instanziert so ein DAG, so eine DAG-Klasse, macht dann dieses Objekt daraus. Dieses Objekt ist dann ein DAG-Run. Der DAG-Run verwaltet dann die ganzen verschiedenen Instanzen von den Nodes, die man da drin hat, also sprich jeder Operator, der da drin definiert ist, wird zu einer Instanz und diese Instanz nennt man Task. So, und wenn man jetzt sowas laufen lässt, dann kann man tatsächlich auch hingehen, weil diese Workflows halt oft länger dauern, kann man also auch zur Laufzeit hingehen und kann dann auch noch zur Laufzeit, kann dann diese Workflows, wenn sie laufen, manipulieren. Man kann also zum Beispiel dann hingehen und sagen, ja, also da ist jetzt gerade was schief gelaufen, habe ich im Log gesehen. Das ist jetzt besser, wenn du jetzt da nicht weitermachst. Ne? Dann kann man also dann hier das Ganze auf Failed setzen zum Beispiel. Oder man kann sagen, okay, dieser Schritt, der hat jetzt zwar angefangen, da zu arbeiten, aber ich will den jetzt einfach nicht weiterlaufen lassen, sondern ich mache jetzt einfach hier Mark Success. Dann wird direkt weitergemacht in dem Workflow. Also es gibt verschiedenste Art und Weisen, wie man das hier manipulieren kann. Man kann hier oben auch hingehen, zum Beispiel zu dem Log, kann sich dann sofort auch live angucken, was jetzt gerade ins Log geschrieben wird, zu jedem einzelnen Task. Airflow ist da sehr flexibel, erlaubt einem sehr stark überall reinzugucken, was passiert. Man kann die ganzen verschiedenen Laufzeiten angucken, wann das gestartet ist, wann es aufgehört hat, wie lange es gebraucht hat. Man kann alle Attribute sehen von den Sachen, die ausgeführt werden. Man kann alle Parameter sehen und wie schon gesagt, alle Logs einsehen. Also man kann wirklich dann auch hier hingehen in diesem Web-UI, dann auf diese Sachen draufklicken, kriegt dann schon mal so eine Summary hier als Pop-up. Wenn man draufklickt, kommt man dann halt zu einer größeren Übersicht, wo man da auch die ganzen Details, die anderen Details alle einsehen kann.
Und das geht dann also dann wirklich dann runter bis zu den Logdateien pro Task, wobei man auch dann, wie man, ja gut, sieht man jetzt hier vielleicht nicht, es gibt auch so einen Retry-Mechanismus in Airflow, wenn zum Beispiel ein Fehler passiert ist, kann man sagen, okay, probier das nochmal zweimal neu mit einem bestimmten zeitlichen Abstand, weil es könnte ja sein, dass da irgendwie jetzt gerade zeitlich mal was gehakt hat, meinetwegen irgendwie Netzwerkfehler oder sowas, dann muss nicht der ganze Workflow jetzt dann abstürzen, sondern man kann einfach hingehen und kann sagen, okay, probier es einfach nochmal. Und dann kriegt man hier von diesen verschiedenen Retries die einzelnen Logs angezeigt. Also es könnte dann hier heißen, zum Beispiel mit zwei Retries, dass man eins und zwei hier stehen hat, je nachdem, wie oft er das machen musste. Ja, das kann man alles einsehen. Und das ist natürlich auch sehr wertvoll für Auditing, wenn man solche Sachen nachher mal irgendeinem Regulierer zum Beispiel zeigen muss, das, was man gemacht hat, dann kann man also hingehen und diese ganzen Logs denen halt zeigen, den Zugriff freischalten hier drauf und die das dann einsehen lassen, was gemacht worden ist. Das ist ein Beispiel für so einen DAG. Ich habe das so ein bisschen zusammengeschustert hier, damit das hier auf diese Slide drauf passt. Das ist also aus einem Modul. Man kann bei dem Modul kann man hier so quasi globale Variablen von diesem DAG kann man definieren. Da sagt man, gibt man dem Ganzen einen Owner mit, gibt man dieses Startdate mit. Das ist ganz interessant. Startdate ist hier days ago, also in der Vergangenheit. Man kann tatsächlich hingehen und kann Airflow quasi von der Vergangenheit aus einen bestimmten Prozess aufholen lassen. Das ist dieses Backfill, nennt man das. Das heißt, dass man etwas nachträglich nochmal ausführen lassen kann. Es gibt dazu auch so ein Effective Date, das man darüber benutzen kann. Man kann also hingehen und sagen, okay, diese Berechnung soll jetzt nicht zum heutigen Datum stattfinden, wo der Lauf tatsächlich stattfindet, effektiv soll das Ganze in der Vergangenheit stattfinden oder vielleicht sogar auch in der Zukunft. Kann man also alles darüber steuern. Hier definiert man dieses DAG-Objekt, wo man halt auch dieses Schedule-Intervall hier mitliefert. Man kann Timeouts definieren, wenn also zum Beispiel so ein DAG zu lange braucht, in diesem Fall jetzt hier 60 Minuten, dann wird das einfach abgebrochen und mit einem Fehler. Kann auch passieren, bei solche Sachen weiß man nicht unbedingt im Voraus. Wie man hier sieht, kann man auch Tags definieren. Das ist ganz praktisch, wenn man recht viele davon hat, von diesen DAGs, die alle laufen, dann kann man sich in dem UI dann das filtern auf einen bestimmten Tag. Und hier sieht man jetzt zwei solche Beispiele, hier mal OP1 und OP2, wo ein Operator verwendet wird. In diesem Fall ist es ein Python-Operator. Das heißt nichts anderes, als dass ich eine Python-Funktion habe, die bestimmte Sachen ausführt. Das übergibt man hier über diesen Callable. Und dann kann man auch definieren, hier was für eine ID das Ganze bekommt, also wie das Ganze dann heißt in dem UI. Man sagt, dass es zu diesem DAG gehört, den man hier vorne definiert hat. Und ProvideContext ist noch eine Variable, die kann man setzen, um bestimmte Kontextvariablen verfügbar zu machen über solche Keyword-Arguments, die hier reingeliefert werden. Man sieht hier auch diese Parameterübergabe. Dieses TI ist so ein Objekt, das ist die Task-Instanz, die generiert wird, wenn tatsächlich der Lauf stattfindet. Die Übergabe zwischen den verschiedenen Tasks ist nicht so toll in Airflow. Also da muss man sich ein bisschen behelfen. Es gibt zwar so ein paar Tools dafür, diese sogenannten XCOMs, aber die funktionieren nicht wirklich gut. Also mein Ratschlag in dem Fall wäre, dass man noch besser die Datenübergabe, die man halt innerhalb von so einem Workflow braucht, dass man die vielleicht besser dann über die Datenbank erledigt und die Daten darüber dann halt weiterreicht. Wenn man Dateien weiterreichen will, dann kann man auch hingehen und kann dann zum Beispiel sagen, okay, dieser DAG soll jetzt ein temporäres Verzeichnis verwenden mit einem bestimmten Namen. Und dann kann man sagen, okay, schreib deine ganzen Dateien, die du brauchst für deinen Workflow, schreib mir dieses Verzeichnis, dann können die ganzen anderen Tasks das dann von da abholen und danach wird das Verzeichnis wieder gelöscht. Also das geht auch. Und was man jetzt letztendlich hier unten sieht, ist dann, wie die ganzen Sachen zusammengebaut werden. Interessant ist vielleicht die erste Zeile hier, op first. Da wird also tatsächlich dann ein File auf eine ganze Liste von anderen Objekten dann gesetzt. Und dann werden die verschiedenen anderen Objekte hier neu zusammengesetzt. Diese Definition, die man
hier sieht, das ist auch tatsächlich genau die, die hier in diesem Beispiel drin ist. So wird das dann grafisch dargestellt, wenn man in das UI geht. Ja, machen wir mal einen kritischen Blick auf Airflow. Es ist sicherlich ein recht gut zu gebrauchendes Tool. Es gibt aber auch ein paar Schwierigkeiten, die ich da gesehen habe. Wie ich habe das mit dem Klaus mir zusammen angeguckt in dem letzten Herbstprint. Eine Sache, die wir nicht verstanden haben, zum Beispiel, ist, warum der Scheduler immer so lange braucht, um jetzt halt die nächsten Tests auszuführen. Das ist so, dass der dann auch nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde, dann einfach, wenn er nichts zu tun hat, dann die nächsten Tests nimmt und dann anfängt zu arbeiten, sondern es ist tatsächlich so, dass der da scheinbar irgendwo fest verdrahtete solche Wartezeiten drin hat, die man, also wir haben es nicht hinbekommen, die runter zu konfigurieren auf kürzere Wartezeiten. Also es muss irgendwo fest eingebaut sein. Das ist eine unschöne Sache, wenn man das entwickelt, wenn man damit arbeitet und dann halt die Sachen ausprobieren will. In dem Produktionsbetrieb ist das Ganze nicht so dramatisch, weil man tatsächlich normalerweise länger laufende solche Workflows hat. Da ist es egal, ob die jetzt eine Minute früher oder später anfangen. Aber fürs Entwickeln ist das schon ein bisschen nervig, wenn man also immer warten muss, bis es dann letztendlich weitergeht. Wie gesagt, die Kommunikation zwischen den Tasks ist schwierig, da sollte man die Datenbank verwenden. Etwas, das Airflow überhaupt nicht richtig mitliefert, ist die Integration. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Datenbanken zugreifen will oder auf externe Systeme, dann kann man das natürlich mit Python wunderbar machen, weil es im Grunde genommen alles in diesem ganzen Datenbereich hat ein Python-Interface. Das liegt einfach daran, dass Python halt die Standardsprache geworden ist, was jetzt Data Science angeht, aber auch was alles andere, was mit Daten zu tun hat, angeht. Von daher hat man da keine Schwierigkeiten, aber Airflow liefert halt nicht direkt so fertig nutzbar mit. Also es ist nicht so, dass man jetzt einen Wrapper kriegt, den man einfach dann nehmen kann und sagen kann, okay, ich möchte jetzt meinetwegen mein Redis hier ansprechen oder ich möchte jetzt gerne auf eine Datenbank zugreifen. Alles, was Airflow in der Hinsicht liefert, ist ein bisschen Management von den Zugangsparametern, damit man die nicht halt überall in seinen ganzen Workflows verteilen muss. Da kann man zentral hingehen und kann sagen, okay, mein Zugangsparameter, so Username, Passwort für eine Datenbank zum Beispiel, die verwalte ich in Airflow, in der Airflow-Datenbank und dann kriege ich dann halt in dem Workflow so ein Objekt geliefert, das dann diese Sachen dann, also die Daten enthält und dann auch unter Umständen dann meinetwegen die Verbindung aufbaut zu einer Datenbank. Aber das eigentliche, die eigentliche Datenbank-Integration, die kommt halt nicht, wird nicht mit Airflow mitgeliefert. Eine weitere Sache ist, dass das UI ein bisschen älter ist. Es hat kein Auto-Update. Das heißt, wenn man halt sehen will, dass sich was verändert, muss man tatsächlich immer einen Reload machen. Auch nicht so schön. Aber ehrlich gesagt sind es Kleinigkeiten. Also insgesamt ist das ein sehr solides Tool. Es wird von sehr vielen Leuten benutzt. Es skaliert sehr gut, es ist sehr einfach aufzusetzen, also man muss wirklich nicht sehr viel mehr machen als pip install ein paar Konfigurationsparameter setzen und dann kann man das Ganze starten. Auch das Starten geht sehr einfach, man muss einen Scheduler starten und dann muss man halt die Worker starten. Man kann das Ganze auch auf einem einzigen Rechner laufen lassen, das funktioniert alles prima. Es ist sehr gut für das Verwalten von komplizierten Workflows, weil man halt wirklich komplizierte Strukturen aufsetzen kann. Man kann es sehr gut erweitern. Also diese Operators, die vordefiniert sind, die sind zwar schon, also decken schon einen großen Bereich ab, aber man kann auch sehr einfach hingehen und kann sich komplett neue Sachen schreiben und die dann benutzen in den Modulen. Die Module, dadurch, dass es halt alles Python-Module sind und dadurch, dass man die in einem Verzeichnis ablegt, kann man alles versionieren. Was sehr schön ist, das ist vor allen Dingen, wenn man in größeren Firmen arbeitet, eine sehr wichtige Sache, damit man halt alles eine Kontrolle hat, welche Sachen jetzt in Produktion gehen, welche nicht. Ist auch fürs Auditing wichtig, damit man weiß, zu welcher Zeit welche Module tatsächlich in Produktion waren und dann halt auch zeigen kann, okay, das ist der Source Code, der lief. Man sollte nicht zu viel von diesen Sachen benutzen, die Airflow so ein bisschen halbherzig obendrauf gebaut hat. Es gibt zum Beispiel solche Hooks, die nicht wirklich gut funktionieren.
Die Dokumentation ist nicht die tollste. Also wir mussten zum Beispiel ganz häufig hingehen und in Source Code nachgucken, wie das passiert. Und das UI hatte ich schon erwähnt. So, jetzt wollte ich eine kurze Demo machen. Machen wir das mal. Was man hier sieht, ist also Airflow. Ah, vielleicht zeige ich erstmal, wie man das Ganze startet. Also in diesem Fenster hier zum Beispiel sieht man Airflow DAX. Ist vielleicht ein bisschen klein, aber ich hoffe, man kann das noch lesen. Muss man einfach nur Python-Module reinbauen und dann wird dann von Airflow regelmäßig nachgeschaut, ob sich was verändert hat. Hier sind zwei Fenster. Ich halte das mal kurz an. Und das hier auch. Aus irgendeinem Grund will das Ding hier immer nicht richtig stoppen. Man muss einmal den Scheduler starten. Das ist also das Teil in Airflow, das dann tatsächlich dann diese DAGs dann ansteuert. Und dann die Sachen dann halt laufen lässt. Und diesen Prozess, den muss ich jetzt mal ein bisschen nicht. Den muss ich jetzt mal killen. Das machen wir noch einfach so, da können wir ja gar nichts. So, und dann starten wir das nochmal neu. So, und dann kriegt man halt hier so ein bisschen Ausgaben. Man kann auch Debugging einstellen, wenn man halt ein bisschen irgendwo mal reingucken will, warum was nicht funktioniert. Hier sieht man, dass der hier also solche DAGs gefunden hat. 28 Dateien hat er hier gefunden. Das liegt daran, dass hier auch ein paar solche Example-Sachen mit drin sind. Und ja, wenn man das gemacht hat, kann man also dann seinen Webbrowser starten. Das sieht dann so aus und kann dann hier unter 8080 kriegt man dann halt dieses Admin-Interface. Was man hier sieht, sind die ganzen DAGs, die registriert worden sind und die gefunden worden sind. Man kann die einzeln an- und ausschalten. An- und ausschalten ist wichtig, weil die meisten von diesen DAGs natürlich dann so ein Schedule haben. Das heißt, die fangen sofort auch an zu laufen. Und wenn Airflow merkt, aha, da fehlt was, da ist was nicht gelaufen in letzter Zeit, dann wird das auch sofort gestartet. Wenn man das nicht will, dann kann man also hier die DAGs ausschalten. Man kann eigentlich überall draufklicken, was man hier sieht. Das hier ist also das Übersichtsfenster, von dem was alles definiert ist. Hier hinten hat man ganz schnell einen Zugriff auf verschiedene Fenster, die man aufmachen kann, um halt sich zum Beispiel um so ein DAG zu starten hier oder um jetzt zum Beispiel diesen Treeview zu bekommen, wie die letzten Läufe waren. In diesem Treeview kriegt man angezeigt, welche Läufe es gab. Wenn die grün sind, dann sind sie erfolgreich gewesen. Hier oben diese Punkte, das sind die tatsächlichen DAGs und diese Quadrate hier unten sind die einzelnen Tasks, die jeweils dazugehören. Man kann recht schnell navigieren, also man kann einfach hier draufklicken auf so ein Kästchen, hat man hier so einen Task und kann dann also zum Beispiel sofort zu diesem Log gehen hier und kriegt dann also sofort die ganze Log-Ausgabe angezeigt. In der Beziehung ist das also ist hervorragend, um jetzt mal schnell rauszukriegen, was jetzt irgendwo gelaufen ist, vielleicht was schief gelaufen ist. Man kann die ganzen Details sich hier angucken, also zum Beispiel welche wie die Verbindungen waren zwischen den verschiedenen Tasks. Man kann sich angucken hier, was tatsächlich ausgeführt worden ist. Die ganzen Attribute stehen hier unten drin. Es geht also wirklich bis auf die letzte Variable runter, kann man sich angucken, was alles gemacht worden ist. In manchen Fällen ist es so, dass man solche sogenannten Rendered Templates verwendet. Das braucht man, um zum Beispiel in einem wenn man so einen DAG definiert und wenn man diese Operators definiert, dann will man zum Beispiel sagen, okay, ich muss jetzt hier abhängig von der aktuellen Zeit, brauche ich jetzt irgendwie meinetwegen die aktuelle Minute oder sowas, dann kann man solche Ginger-Templates definieren, mit denen man dann Parameter anpassen kann, sodass die Parameter, die reingegeben werden in so einen Task, dann tatsächlich abhängig sind von der aktuellen Zeit, die man jetzt da hat oder von dem aktuellen Lauf oder von irgendwelchen anderen Sachen, die von außen kommen. Das kriegt man dann, wenn man sowas verwendet, kriegt man hier angezeigt, damit man es dann nachvollziehen kann, was verwendet worden ist. Und dann gibt es hier halt noch dieses XCOM.
Da kann man, das ist eine Art Key-Value-Storage, da kann man also mit so einem Key-Value-Storage dann Parameter übergeben zwischen den verschiedenen Schritten. Aber funktioniert nicht so wirklich gut. Hier kann man zurück zu diesem Graph-View gehen. Das ist jetzt ein ganz einfacher DAG gewesen. Ich gehe mal zu diesem DAG 3. Das ist der, den ich dann im Vortrag hatte. Da sieht man also hier die verschiedenen Ansichten. Man kann sich das angucken, auch anders formatiert von oben nach unten, wenn man lieber das hat. Üblicherweise macht man von links nach rechts. Dann hat man hier verschiedene Knöpfe. Man kann also dann, sieht man hier auch, wenn man drüber geht, dann werden die verschiedenen Teile werden dann hervorgehoben. Man kann sich recht schnell dann halt einen Eindruck darüber verschaffen, was ist alles erfolgreich gewesen, was nicht. Und kann auch tatsächlich dann, wenn man draufklickt, kann man hingehen und das Ganze dann permanent machen, sodass man also schneller navigieren kann, vor allen Dingen in großen solchen Workflows. Man kann zurückgehen, sich die verschiedenen Runs angucken. Ja, man kann hier angeben, wie viele man davon angezeigt bekommen möchte. Man kann einfach hingehen und kann sagen, ich möchte das Ganze jetzt nochmal laufen lassen, indem man hier auf dieses Trigger-DAG geht. Dieses Refresh, das ist, führt nicht unbedingt dazu, dass man jetzt quasi neue Daten geliefert bekommt, sondern es führt eher dazu, dass dieses DAG-Modul neu geladen wird. Also wenn man zum Beispiel Entwicklung macht, dann muss man dieses Refresh häufiger verwenden, damit man Airflow dann sagt, okay, da hat sich jetzt was geändert, lies mal diese Datei neu ein. Das ist ein bisschen auch so ein Haken, wenn man also ganz viele solche Module hat, dadurch, dass Airflow die ganzen Module jedes Mal komplett neu einliest, kann es, wenn man viele Module hat, kann es dann auch eine gewisse Zeit dauern. Da ist die Empfehlung dann, dass man, ich weiß nicht, ob das eine gute Empfehlung ist, aber die Empfehlung ist, dass man halt nicht viele DAG-Module verwendet, sondern dass man stattdessen halt nur einige wenige verwendet und dann halt die DAGs alle in, die man halt für einen bestimmten Bereich braucht, alle in diesem Modul dann zum Beispiel dann zusammenfasst, sodass man mehrere DAGs in einem Modul drin hat. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren, muss man halt gucken. Auch schnell mal reingucken in den Code, wenn man jetzt nicht gerade eine IDE auf hat. Das ist allerdings read-only, was man hier hat. Ne? Man sieht also nur den Code, den man jetzt tatsächlich da ausführt. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen hier. Landing Times, da kann man so ein bisschen analysieren, wie lange hat es denn gedauert, um Sachen auszuführen, wie viele Versuche gab es, die Sachen zu machen. Ne? Kann man sich hier die Laufzeiten ansehen und so weiter. Das sieht man jetzt hier nicht so viel, weil ich nicht so viele Läufe habe, aber wenn man das halt in Produktion verwendet, dann kann man hier schon erkennen, aha, hier ist irgendwie was gewesen an dem Tag, hat das irgendwie alles viel zu lange gedauert, muss ich mal reingucken, das ein bisschen verändern, vielleicht optimieren oder anders aufsetzen. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten. Man kann also auch direkt hier in die Datenbank reingehen und dann Queries machen. Das funktioniert allerdings nicht in dem einfachen Setup. Das einfache Setup, was ich jetzt hier verwende, verwendet als Airflow-Datenbank eine SQLite-Datenbank. Damit geht das nicht. Da muss man dann so ein MySQL aufsetzen und dahinter hängen. Man kann hier verschiedene Sachen noch einstellen. Zum Beispiel kann man SLAs definieren und kann dann sagen, okay, wenn dieser Workflow jetzt länger als, sagen wir mal, 30 Minuten gedauert hat, dann ist unser SLA ist dann wird also nicht eingehalten. Und dann kann man sich die Sachen anzeigen lassen. Man kann hier auf Jobs runtergehen, kann die verschiedenen Jobs sich anschauen und da genauer reingucken. Administration kann man sich hier anschauen, kann solche Variablen definieren zum Beispiel. Das ist auch interessant, die dann für alle DAGs zur Verfügung stehen. Das ist sowas wie globale Variablen. Es gibt eine User-Verwaltung hier drin. Dokumentation gibt es natürlich auch. Ja, und das ist Airflow. So, jetzt gehe ich wieder zurück zu dem Vortrag. Ich wollte noch hier die Ressourcen nennen. Das sind also die URLs. Die kann ich auch dann in den Chat noch posten. Alles findet man letztendlich unter airflow.apache.org. Dokumentation, die Installation ist hier dokumentiert. Das ist recht einfach. Und es gibt natürlich, wie ich halt eingangs schon erwähnte, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Tools, die man verwenden kann. Ich habe jetzt hier mal ein paar aufgelistet. Ich wollte einmal kurz durchgehen.
Dagster und Prefect, das sind zwei neue Tools. Dagster vor allen Dingen ist noch stark in Entwicklung, Prefect ist da schon ein bisschen weiter. Das sind Tools, die viel von diesen Sachen, die ich jetzt hier erwähnt hatte, die bei Airflow nicht so toll funktionieren, die besser machen. Die gehen weit drüber hinaus teilweise über das, was Airflow macht, sind aber halt, wie gesagt, noch ein bisschen in Entwicklung und sind auch nicht unbedingt immer Open Source. Also es ist meistens so, dass ein Teil davon Open Source ist und ein anderer Teil dann halt bezahlt werden muss. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal, sich da reinzuknien in die ganze Sache, sich das anzugucken. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches von beiden, aber eins von beiden nützt tatsächlich dann Dask. Ist vielleicht einigen Begriff aus Data Science für Scheduling und um tatsächlich die ganzen Worker anzusteuern. Ich weiß nicht mehr, welches von beiden das jetzt war. Das ist sehr interessant, weil man dann dadurch über Dask natürlich dann halt noch sehr viel mehr Einfluss drauf nehmen kann, wo die Sachen dann tatsächlich laufen, die verschiedenen Tasks. Dask ist auch sehr gut eingebunden in die ganze Data Science Welt und man hat dadurch dann auch direkten Zugriff auf verschiedenste Tools. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Conductor zum Beispiel ist nicht in Python geschrieben, ist tatsächlich in C-Sharp geschrieben, ist in .NET-Umgebung. Kann man sich auch angucken. Dann gibt es welche, da gibt es zwei Tools, Argo und Kubeflow. Die sind speziell für Kubernetes gedacht, um halt solche Workflows in Kubernetes zu administrieren. Kann man sich auch angucken. Es gibt in Python noch einfachere Sachen. Es gibt einmal Luigi. Luigi ist von Spotify, wie man in der URL auch erkennen kann. Und es gibt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Qi wahrscheinlich. Das ist ein Q-System. Das ist nochmal ganz Ecke einfacher als jetzt Airflow. Kann man auch nutzen, um solche Sachen zu machen. Die haben aber meistens, diese einfachen Systeme haben meistens irgendwelche, muss man irgendwelche Abstriche machen. Zum Beispiel bei Luigi ist kein Scheduler dabei, also muss man sich da irgendwie anders behelfen. Aber das sind alles Sachen, die sind also, vor allem Luigi zum Beispiel, ist in der Vergangenheit viel verwendet worden, auch vor Airflow oder beziehungsweise bevor Airflow Open Source gemacht worden ist. Es gibt also eine lange Historie bei diesen ganzen Tools. Es gibt sehr viele Tools da draußen. Es gibt auch Tools, die mittlerweile nicht mehr benutzt werden. Zum Beispiel vieles, was man in diesem ganzen wie heißt es? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist auch egal. Es hat sich in diesem Data Science-Feld hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Und da sind natürlich die Systeme sind dann populär geworden und da sind sie wieder weniger populär geworden. Es wird zum Beispiel, im Moment wird relativ viel mit Apache Spark gemacht, um diese ganzen Bearbeitungen zu machen. Mittlerweile kommen halt neue Tools, wie zum Beispiel dieses Dask, die dann Konkurrenz machen. Es gibt noch eine ganze Reihe andere Tools, die da auch in dem Bereich dann immer mehr Leute dann halt für sich gewinnen. Es gibt auch, was jetzt solche Sachen angeht, wie zum Beispiel, wie man jetzt Datenverarbeitung macht, gibt es auch andere Tools. Zum Beispiel dbt ist ein sehr populäres Tool, wenn es darum geht, Daten zu manipulieren, zu verarbeiten, also ETL im Grunde genommen zu machen oder ELT, wie man eigentlich heute mehr verwendet. Das kann man sich alles ansehen. Das ist ein riesengroßes Feld. Es ist auch ein bisschen unüberschaubar, weil es so viele Tools gibt. Es lohnt sich wirklich, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren, bevor man sich für ein Tool entscheidet und auch ein bisschen die Sachen auszuprobieren, bevor man die verwendet. Viel von diesen Sachen, zum Beispiel Airflow, werden auch dann von den Cloud-Anbietern dann verwendet. Intern, zum Beispiel Google Cloud macht das. Oder AWS macht es auch. Ne? Die haben ganz häufig solche Apache-Tools genommen, die dann anders verpackt, einen neuen Namen gegeben und verkaufen das dann als Service. Was ein bisschen schade ist, weil die meistens nichts zurückgeben. Das heißt, das ist so eine One-Way-Street, das Ganze. Aber die ganzen Leute, die in diesem Data Science-Gebiet arbeiten, die sind halt immer sehr dabei, dann die Sachen weiterzuentwickeln. Also das tut sich ständig was.
Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich erzählen wollte dazu. Gibt es irgendwelche Fragen?